meine Damen und Herren. Erinnern Sie sich noch an den Beginn der Pandemie im März 2020, als alles noch sehr unklar war, was dieses neue Virus zu bedeuten hatte und wie es weitergehen würde? Damals wandten sich britische Wissenschaftler an die Öffentlichkeit von Imperial College London, und zwar mit einer Modellrechnung, die damals ein ziemlicher Schock war für alle. Die hatten damals berechnet, dass es in Großbritannien 250.000 Tote geben könnte und in den USA mehr als 1 Million Tote, wenn keine Maßnahmen unternommen würden, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Diese Modellrechnung war damals unglaublich einflussreich. Sie bestimmte letztendlich die politische Reaktion in vielen, vielen Ländern, wurde deshalb auch sehr massiv kritisiert, obwohl man jetzt im Nachhinein sagen muss, so völlig falsch war das Szenario letztendlich gar nicht. Aber die Nutzung von Modellen für politische Entscheidungen, das war was, was uns durch die gesamte Pandemie natürlich sehr stark begleitet hat. Eine ganz interessante Entwicklung. Modellierer standen plötzlich mitten im Fokus der Öffentlichkeit, wurden sehr stark kritisiert, war für die Modellierer eine ganz neue Rolle. Und jetzt nach 2,5 Jahren Pandemie kann man eigentlich sagen, jeder hat irgendwie eine Meinung zu wissenschaftlichen Modellen. Gleichzeitig kann man auch beobachten, dass es immer noch sehr viele Fragen gibt, sehr viele Missverständnisse in Bezug darauf, was Modelle sind, was ihre Grenzen sind, was man mit Modellen überhaupt erreichen kann, ob man Modellen vertrauen kann und ob man politische Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Modelle tatsächlich treffen sollte. Also alles Fragen, die natürlich nicht nur pandemierelevant sind, sondern für alle großen gesellschaftlichen Herausforderungen und die großen Krisen, die uns bevorstehen und in denen wir mittendrin sind, eine ganz große Relevanz besitzen. Also natürlich die Wirtschaftskrise, aber auch die Klimakrise natürlich als die historische Katastrophe, die Krise, der wir irgendwie begegnen müssen. Ja, und diese Fragen sind insofern wichtig. Wir werden diese Fragen und andere Fragen heute Abend diskutieren. Und damit herzlich willkommen zur 23. Leopoldina Lecture hier in Herrenhausen. Sie kennen das Format vielleicht schon. Es beruht auf einer sehr erfolgreichen Kooperation der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Volkswagen Stiftung. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit dem Thema Modelle eben ein Thema diskutieren können, was sehr relevant ist für gesellschaftliche Fragestellungen. Das ist etwas, was der Leopoldina und der VW-Stiftung mit dieser Veranstaltung sehr am Herzen liegt. Und umso mehr freue ich mich, heute drei wunderbare Experten begrüßen zu dürfen und mit ihnen diskutieren zu können, die sich mit dem Thema Modelle aus ganz unterschiedlichen Perspektiven befassen. Auf der einen Seite Axel Gelfert, ich fange mit ihm an, hier in der Mitte, Wissenschaftsphilosoph, Professor von der TU Berlin, beschäftigt sich mit Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftstheorie und insbesondere in der Tat mit wissenschaftlichen Modellen und Simulationen. Warum das ein philosophisches Thema ist, das werden wir heute sicherlich lernen. Sind wir alle schon gespannt. Ich kann ein Buch von ihm sehr empfehlen für alle, die das Ganze dann noch nach dieser Veranstaltung weiter vertiefen wollen. Er hat eine wunderbare Einführung geschrieben, How to do Science with Models. Also eine ganz umfassende Einführung, und da bin ich sehr gespannt, heute einiges davon zu hören. Dann Frau Professor Lena Jannis, Juniorprofessorin für Ökonometrie im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in Bonn. Sie hat in Berlin Ökonomie studiert, war dann ein bisschen unterwegs, unter anderem in Aarhus. Forschungsinteressen in der Mikroökonomie angesiedelt, wo sie sich unter anderem mit Gesundheitsökonomie beschäftigt. Und das ist natürlich toll, dass wir hier eine Ökonomin in der Runde haben. Denn wie Sie alle wahrscheinlich wissen, sind die Ökonomen die, die für ihre Modelle immer besonders gescholten werden. Insofern werden wir heute, glaube ich, feststellen, dass es da auch sehr reflektierte Vertreter in der Ökonomie gibt, die sich sehr intensiv auch gerade mit den Unsicherheiten ihrer Modellierung auseinandersetzen. Und dann schließlich Herr Professor Thorsten Pachur. Er ist Professor am Lehrstuhl für Methoden der Verhaltensforschung an der TU München, seit April, davor in Berlin. Er ist Psychologe. Das ist natürlich spannend, denn auch das haben Sie wahrscheinlich verfolgt. In der Diskussion der Modelle in der Öffentlichkeit war immer ein ganz schwieriger Punkt, wie können wir das Verhalten von Menschen in diese Modelle integrieren? Und da hoffe ich heute auf viele interessante Antworten und auf Aufklärung sehr vieler Fragen in diesem Kontext. Er interessiert sich vor allem dafür, wie Urteilen und Entscheiden in einer sozialen Welt vor sich geht, also wie wir durch andere Menschen beeinflusst werden.
Insbesondere, wenn es um Risikoentscheidungen geht. Und auch da gibt es ein schönes Buch, wenn Sie weiterlesen wollen, von 2019 mit dem Titel Taming Uncertainty. Das werden wir heute auch in Angriff nehmen. Der Ablauf ist der folgende. Zunächst werden die drei jeweils in 10-minütigen Vorträgen kurz ihre Perspektive auf das Thema Modelle vorstellen. Danach werden wir hier zusammen diskutieren und dann die Diskussion auch ins Publikum aufweiten. Das heißt, Sie können die Zeit dann schon nutzen, um sich Fragen für später zu überlegen. Für alle, die online heute dabei sind, auch die können Fragen stellen. Die werden dann an uns digital weitergereicht und insofern auch da ja, die Anregung, sich jetzt schon mal zu überlegen, welche Fragen später in der Diskussion unbedingt zu Wort kommen sollten. Herr Gelfert, ich würde Sie bitten, mit Ihrer Präsentation zu starten. Und insofern werden wir jetzt erstmal eine philosophische Perspektive auf das Thema hören. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Sehr geehrte Anwesende, liebes Online-Publikum. Wissenschaftliche Modelle sind, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, das prägende wissenschaftliche Erkenntnisinstrument unserer Zeit. Symbolhaft steht hierfür unter anderem der Physiknobelpreis des vergangenen Jahres. Sie erinnern sich vielleicht für die Erfolge der Klimamodellierung. Aber wir alle haben in den letzten Jahren, Frau Anderl hatte es schon erwähnt, viel über epidemiologische Modelle gelernt und gehört. Wir alle kennen Modelle aus den verschiedensten Disziplinen, aus dem Schulunterricht, aus der Populärwissenschaft, von der ikonischen DNA-Doppelhelix über Modelle von zum Beispiel Räuber- und Beutepopulationen bis hin zu Modellorganismen, also Lebewesen aus Fleisch und Blut, die unter anderem für menschliche Krankheitsbilder Modell stehen. Modelle sind also vielfältig, Modelle sind heterogen. Und man kann sich nun mit Fug und Recht die Frage stellen, was haben alle diese Modelle miteinander gemein? Was hat die zusammengeschraubte DNA-Doppelhelix mit den Lotka-Volterra-Gleichungen der Räuber-Beute-Population zu tun? Diese, man könnte sagen, Frage nach der Ontologie wissenschaftlicher Modelle, die Frage danach, was ein wissenschaftliches Modell im Allgemeinen sei, ist gar nicht die wissenschaftsphilosophische Frage, die ich für zentral halte. Es gibt gute Antworten darauf, es gibt Versuche, die zweistellige Relation, Modell auf der einen Seite, Zielsystem auf der anderen Seite, philosophisch zu analysieren, entweder als Interpretation von theoretischen Aussagen, die über die betreffenden Zielsysteme getroffen werden, oder aber in Form von zum Beispiel mathematischen Abbildungen, also nach diesem Modell, nach dem Vorbild von mathematischen Abbildungen, aber weder das eine noch das andere wird wirklich der Vielfalt der wissenschaftlichen Modelle, die wir so vorfinden, gerecht. Fruchtbarer ist es meiner Meinung nach, Modelle nicht als bloß etwas ja, Nachgeordnetes anzusehen, so als eine Art abstraktes Konstrukt, was man in einem ersten Schritt theoretisch konzipiert und dann in einem zweiten Schritt erst separat anwenden muss. Stattdessen sollten wir Modelle von vornherein als Erkenntnisinstrumente verstehen, also konzipiert zum Zweck ihres Gebrauchs, wie das gute Instrumente und Werkzeuge sind. Das könnte man ein pragmatisches Verständnis von wissenschaftlichen Modellen nennen, was vielleicht erstaunlicherweise in der Wissenschaftsphilosophie eigentlich erst in den letzten Jahren, vielleicht kann man sagen, in den letzten 15 bis 20 Jahren an Einfluss gewonnen hat. Vorläufer gab es schon in den 70er Jahren. Herbert Stachowiak in seiner allgemeinen Modelltheorie redet davon, dass Modelle nicht nur Modelle von etwas sind, sie sind auch Modelle für jemanden, für einen Menschen oder einen künstlichen Modellbenutzer. Auch das hatte er in den 70er Jahren schon vorweggenommen. Man kann das Ganze auch in eine Frage verpacken. Wozu werden Modelle gebraucht? Diese Frage ist natürlich bewusst doppeldeutig. Man kann sie einerseits lesen als, ja, wozu brauchen wir Modelle überhaupt? Warum sind sie nötig? Andererseits kann man sie verstehen als, für welche Zwecke werden Modelle verwendet? Wozu dienen sie? Wofür brauchen wir sie? Und die Antwort auf die erste Frage ist offensichtlich. Modelle brauchen wir immer dann, wenn, oder mindestens immer dann, sollte ich vielleicht sagen, wenn wir es mit unvollständigem Wissen über komplexe Sachverhalte zu tun haben.
Also wenn keine in sich geschlossene theoretische Behandlung eines Problems verfügbar ist. Das kann auch ganz praktische Gründe haben, dass das vielleicht zu kompliziert ist. Also dass Modelle notwendig sind, darüber herrscht Einigkeit. Und da, sonst wären sie vielleicht auch nicht alle nicht hier. Das ist etwas, was allgemein anerkannt wird. Wie aber werden Modelle verwendet? Zu welchen Zwecken und auf welche Weisen? Hier möchte ich drei wesentliche Erkenntnisfunktionen nennen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sicherlich gibt es andere. Es gibt auch gar nicht unbedingt auf Erkenntnis fixierte Arten, Modelle zu verwenden. Das ist klar. Aber drei, die meiner Überzeugung nach wichtig sind, weil sie erstens zentrale Aspekte der Wissenschaftspraxis widerspiegeln und zweitens, weil es Verwendungsarten sind von Modellen, die wir auseinanderhalten müssen, die wir unterscheiden müssen, die wir auch zum Beispiel in der öffentlichen Diskussion über Wissenschaft und Modelle unterscheiden müssen. Tut man das nämlich nicht, zumal im Kontext etwa der Wissenschaftskommunikation oder der Politikberatung, dann sind Missverständnisse vorprogrammiert. Also es wird dann im schlimmsten Fall die Stärke von Modellen oder die Stärke von Modellierung als Praxis, nämlich ihre Flexibilität und Vielfalt, als eine Art Schwäche und als ein Zeichen von Beliebigkeit gedeutet. Was für drei Erkenntnisfunktionen meine ich hier? Das ist erstens die repräsentationale Funktion von Modellen. Modelle stehen für ihre Zielsysteme, soweit sie reale Zielsysteme haben. Sie mögen kein perfektes Abbild dieser Zielsysteme sein, aber sie sind Ersatzsysteme, man könnte vielleicht sagen analoga, für das, was wir nicht direkt darstellen können. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, ist ein Modell, das bloß mehr Einzelheiten eines Zielsystems widerspiegelt, deshalb noch kein besseres Modell. Es kommt auf die richtige Auswahl an, es kommt auf die relevanten Kriterien an, dass wir das, was relevant ist am Zielsystem, richtig einfangen und für unsere Zwecke, und die können natürlich divers sein, auf zugängliche Weise widerspiegeln. Also erster Punkt, repräsentationale Funktionen. Modelle stehen für ihre Zielsysteme. Zweitens dienen, und das ist ja schon angelegt im Titel dieser Veranstaltung, dienen Modelle der Vorhersage von Phänomenen oder Entwicklungen. Wie wissenschaftliche Theorien auch, müssen sich Modelle daran messen lassen, wie gut sie prädiktiv, vorhersagend zukünftige Beobachtungen und Entwicklungen vorwegnehmen. Auch hier muss man unterscheiden, nämlich unter anderem zwischen qualitativen Vorhersagen, größenordnungsmäßigen Vorhersagen und numerisch exakten Vorhersagen. Manchmal geht es auch gar nicht so sehr um die wahrscheinlichste zukünftige Entwicklung, die man versucht abzubilden. Manchmal geht es darum, das ganze Spektrum dessen, was möglich ist, einzufangen. Man will manchmal selbst Szenarien einfangen, die vielleicht keine große Wahrscheinlichkeit haben, die aber dennoch im Bereich des Möglichen liegen, damit wir das ganze Möglichkeitsspektrum einer Situation, einer Entwicklung einfangen können. Und es ist genau dieser letztere Punkt, das Ausloten von Möglichkeiten, das den Kern der dritten Verwendungsart von Modellen ausmacht, die ich unter anderem in dem Buch, was Frau Ander genannt hatte, als exploratives Modellieren bezeichne und die meiner Meinung nach in der durchaus auch im wissenschaftsphilosophischen und wissenschaftlichen Diskussionen von Modellen gelegentlich unterschätzt wird. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Modelle oft mit Verweis darauf gerechtfertigt werden, dass eine vollständige theoretische Beschreibung eines Phänomens oder einer Entwicklung zu komplex wäre. Dabei wird aber meistens stillschweigend noch vorausgesetzt, dass im Prinzip eine vollständige Theorie des entsprechenden Gegenstandsbereiches möglich wäre. Und das mag auch in Teilen der Naturwissenschaften so sein, in Teilen der Grundlagenwissenschaften, insbesondere könnte man vielleicht sagen in der Physik, da mag das plausibel sein, aber in vielen anderen Bereichen ist es einfach nicht möglich. Allein schon deshalb, weil es um fundamental interdisziplinäre Probleme geht. Bleiben wir beim Beispiel der Pandemie, salopp gesagt, eine einheitliche, geschlossene Theorie von biomedizinischen Pandemien samt sozioökonomischen Folgeeffekten wird es und kann es nicht geben. Dazu müssten Virologie, Medizin, Epidemiologie, Psychologie, Ökonomie, Sozialwissenschaften alle zusammenkommen, alle dasselbe Vokabular entwickeln und gewissermaßen auf einen Nenner gebracht werden. Und das ist schon aufgrund bestehender theoretischer Inkommensurabilitäten weder möglich noch, denke ich, wäre es wünschenswert, weil natürlich alle diese Fächer ihre eigenen Fächerkulturen und Erkenntnisziele mit sich bringen. Und trotzdem wollen wir natürlich nicht auf das Modellieren von
Folgeeffekten etwa der Pandemie oder der Pandemiebekämpfung verzichten. Stattdessen müssen wir in solchen Fällen explorativ vorgehen. Wir müssen versuchen, aus dem vorhandenen Querverbindungen zu erschließen, müssen dabei versuchen, mit Hilfe von Modellen den Bereich des Möglichen, soweit wir es können, auszuloten und abzubilden. Was ist nun dabei wichtig, auch als Erfolgs- und Akzeptanzbedingungen von Modellierung? Wichtig ist es vor allem die, ich habe sie mal problemspezifische Erkenntnisabsicht genannt, diese problemspezifische Erkenntnisabsicht immer mitzukommunizieren und nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Also ein exploratives Ausloten von Möglichkeiten ist etwas anderes als das größenordnungsmäßige Abschätzen, etwa von Fallzahlen in der Pandemie. Auch das war ja in der Einleitung erwähnt worden. Und das ist wiederum etwas anderes, als jetzt eine exakte numerische Vorhersage leisten zu wollen. Das sind alles unterschiedliche legitime Ziele und die dürfen nicht unter den Tisch fallen. Es darf nicht Unklarheit dabei bestehen, wozu ein Modell dient. Gerade menschliches Verhalten ist natürlich sehr empfänglich für und ändert sich natürlich als Reaktion auf getroffene Vorhersagen. Menschen ändern ihr Verhalten. Dass etwa in der Frühphase der Pandemie nirgendwo ein ungebrochenes exponentielles Anwachsen der Fallzahlen beobachtet wurde, wie es vielleicht manche einfache Modelle vorgesagt zu haben schienen, hat auch damit zu tun, dass Menschen natürlich als Reaktion auf ihr direktes soziales und informationelles Umfeld ihr Verhalten ändern. Auch als Reaktion auf Warnungen, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit zirkulieren. Auch das lässt sich natürlich modellieren und es wurde dann auch später modelliert, aber das benötigt einen ganz anderen Input als das, was seinerzeit in der Frühphase damals zur Verfügung stand. Also was ich versucht habe, Ihnen mitzugeben, ist, es gibt bestimmte Erkenntnisziele, Verwendungsarten, die durchaus systematisch unterschieden werden können und auch aus den genannten Gründen auseinandergehalten werden sollten. Und dass nun Modelle einander ablösen, dass es diese Abfolge von Modellen gibt, dass Modelle nicht statisch sind, sondern sich weiterentwickeln, dass wir mit Ensembles von Modellen besser fahren, als alles auf eine Karte zu setzen bei der Modellierung, das ist eine Stärke des wissenschaftlichen Modellierens. It's a feature, not a bug, würde man vielleicht in der Computerwissenschaft sagen. Deshalb kann die einzige Antwort auf die Unzulänglichkeiten einzelner Modelle eigentlich nur ein Mehr an Modellierung, kein Weniger an Modellierung sein, wobei allerdings die jeweils zugrunde gelegten Funktionen explorativ, prädiktiv, repräsentational klar benannt werden müssen und die damit einhergehenden Abwägungen auch kenntlich gemacht werden müssen. Das vielleicht als Input von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sie werden einige Teile meiner Präsentation wahrscheinlich jetzt nicht mehr brauchen, denn wir haben uns tatsächlich nicht vorher abgesprochen, aber meine Perspektive deckt sich natürlich in einigen Teilen, überraschenderweise vielleicht mit den philosophischen Erkenntnissen, die wir gesehen haben. Ich würde gerne anfangen mit einem Aphorismus, den wahrscheinlich sehr viele von Ihnen kennen, von einem sehr berühmten Statistiker, George Box, der in unterschiedlichen Kontexten. Dieses Zitat ist von einer Workshop-Schrift: All models are wrong, but some are useful. Und wie schon eben in dem Vortrag erwähnt, beschränkt sich häufig die Diskussion, auch die öffentliche Diskussion, bin mir nicht ganz sicher, wie nah ich dran stehen sollte, beschränkt sich die öffentliche Diskussion häufig auf, wie falsch ein Modell ist und nicht, wie nützlich es für den Zweck ist, den wir haben wollen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was ein Modell ist, das haben wir eben auch schon gehört, es ist immer eine Vereinfachung oder eine vereinfachte Beschreibung eines Systems und damit eine Projektion vieler Informationen auf wenige Aussagen. Aus mathematischer Sicht sind Modelle also immer eine Dimensionsreduktion. Ja? Wenn Sie zum Beispiel über Ihr E-Mail-Postfach nachdenken, da haben Sie wahrscheinlich einen Spam-Ordner. Und in diesem Spam-Ordner werden Informationen, die reinkommen, gebündelt und die führen zu einer Zielaussage, nämlich ist es eine Spam-E-Mail oder ist es keine Spam-E-Mail. Wenn wir uns das einmal mathematisch überlegen, wie wir diese Dimensionsreduktion, die ein Modell per Definition durchführt, darstellen können, dann haben wir hier diesen riesigen Raum an Informationen. Das sind alle Informationen aus Ihrem E-Mail-Fach, die reinkommen, wann die E-Mail kommt, der Inhalt, die Satzzeichen, ist diese Person in Ihrem Adressbuch vorhanden, etc.
Von diesen ganzen Informationen haben wir sogenannte Modell-Inputs, die werden hier durch diese Parameter dargestellt und die schicken wir durch unser Mapping, unser Modell und bekommen die Zielgröße, Aussage, Spam, ja, nein. Ja? Diese Dimensionen des ursprünglichen Raums sind natürlich in der Zielgröße nicht mehr abgebildet. Was wir auch nicht vergessen dürfen, eben, und deswegen habe ich diese mathematische Repräsentation einmal hier kurz gewählt, ist, dass wir natürlich diese Modellinputs nicht kennen, sondern wie sie oft schätzen müssen. Und damit verbunden wir natürlich auch eine Schätzunsicherheit haben, die sich in unsere Modellvorhersagen übersetzen wird. Wenn wir jetzt uns also überlegen, und auch das spiegelt sich jetzt ein bisschen mit dem vorherigen Vortrag sehr schön, was eigentlich die Ziele eines Modells sind. Denn wenn wir uns daran erinnern, wir sagen, ist das eine Dimensionsreduktion, das bedeutet, wir müssen irgendwo Abstriche machen in dem, was unser Modell kann. Ja? Wir möchten vielleicht die Transparenz struktureller Annahmen bewahren. Unser Spam-Filter hat keine besonders guten strukturellen Annahmen, die wir nachvollziehen können vielleicht. Das heißt, die Interpretierbarkeit unseres Modells ist eventuell nicht mehr gut gegeben. Dafür kann es aber besonders gut vorhersagen, ob eine Mail Spam ist. Vielleicht ist uns auch wichtig, Mechanismen zu quantifizieren, also welche Modellinputs sind eigentlich wichtiger für die Größe, an der wir interessiert sind, nicht unbedingt an allen. Vielleicht sind wir an reinen Vorhersagemodellen interessiert, regnet es morgen oder nicht. Diese Aussage ist mir wichtig. Alles andere, warum mein Modell mir sagt, dass es morgen regnet oder nicht, ist mir vielleicht nicht so wichtig. Und das ist der große Punkt aus der Ökonomie, woran wir häufig interessiert sind, ist die Vorhersage von sogenannten Policy Counterfactuals. Es wurde ja auch schon angedeutet, dass vielleicht kann man das übersetzen in das explorative Ausloten, was wir eben schon gehört haben. Die Frage ist also, wenn ich den Mindestlohn von 12 auf 15 Euro erhöhe, was passiert mit der Lohnentwicklung, was passiert mit der Arbeitslosigkeit? Und genau dieser Fragen kann vielleicht ein Modell, was uns besonders gut die Lohnentwicklung im Status quo vorhersagt, nicht so gut beantworten. Das heißt, diese Ziele stehen teilweise in Konflikt miteinander. Und deswegen müssen wir sehr klar sein in unserer Zielsetzung, was wir damit machen wollen. Dieser Konflikt wird auch noch dadurch verschärft, dass wir Unsicherheit haben in der Schätzung dieser Modellinputs. Das ist ganz unabhängig von den Zielen, aber besonders bei den Policy Counterfactuals spielt das eine Rolle. Ich habe da mal ein kleines numerisches Beispiel einfach vorbereitet. Wir können uns jetzt einmal überlegen, wir haben ein Modell M1, was wir hier durch diese blaue Linie dargestellt haben, eine recht nichtlineare Funktion. Hier auf der X-Achse haben wir unsere Modellinputs, in diesem Fall eindimensional und einen geschätzten Parameter. Das können wir einmal aufmalen. Auf der Y-Achse sehen wir unsere vorhergesagten Policy Counterfactuals, ja, die für diesen Modellparameter gelten. Jetzt könnten wir uns überlegen, wir haben ein zweites Modell, das ist hier dieses M2 in dieser orangenen Linie. Das gibt an unserer Punktschätzung, das, was wir für unser Modellinput haben, die gleiche Vorhersage. Wenn wir uns aber die Unsicherheit berücksichtigen, das habe ich hier in dem grauen Konfidenzintervall einmal abgebildet, was um diese Punktschätzung ist, dann ist die Varianz nennen, also die Variation in der Vorhersage dieser Policy Counterfactuals sehr viel größer in dem blauen Modell als in dem orangenen. Und je nachdem, wie groß diese Unsicherheit ist, ist nicht klar, ob das blaue Modell, was vielleicht richtiger ist und richtiger die tatsächliche Situation abbildet, uns nicht schlechtere Policy-Vorhersagen geben könnte. Deswegen ist die Beachtung dieser Unsicherheit so wichtig. Und um jetzt nochmal auf den Ursprungssatz zurückzukommen, die Frage, die Sie sich bei jedem Modell stellen sollten, anstatt zu überlegen, warum ist das Modell falsch, ist, wofür ist es nützlich? Und übererfüllt es diese Funktion? Welche Fragen wollen wir mit diesem Modell beantworten? Und dafür ist es eben auch besonders wichtig, die Modellunsicherheiten, nicht nur in der parametrischen Unsicherheit, aber darauf habe ich mich jetzt hier einmal beschränkt, auf jeden Fall zu berücksichtigen. Dankeschön.
Schönen guten Abend. Ich möchte Ihnen als Verhaltenswissenschaftler in meinem Vortrag einen kurzen Einblick darüber geben, welche Rolle Modelle in der Verhaltenswissenschaft spielen. Und hier spreche ich insbesondere auch für die Entscheidungswissenschaften, in denen ich mich am besten auskenne. Und in meinem Vortrag möchte ich insbesondere auf die Wichtigkeit von einfachen Modellen hinweisen und zum Zweiten auf die Unsicherheit bei der Modellierung. Diese Unsicherheit können wir inzwischen immer besser quantifizieren, aber die findet in der Kommunikation von Modellierungsergebnissen häufig zu wenig Beachtung aus meiner Sichtweise. Und lassen Sie mich zunächst nochmal betonen, dass ein Modell, wir haben das in den vorigen Vorträgen auch schon gehört, immer eine Abstraktion des modellierten Gegenstands darstellt. Also eine Reduktion auf möglichst wenige relevante Variablen. Und Modelle, wie Sie hier sehen können, können unterschiedlich stark reduziert sein. Und ob ein Modell oder welches Modell für einen gegebenen Anlass angemessen oder nützlich ist, hängt vor allem von dem Ziel der Modellierung ab. Also beispielsweise, ob ich mit dem Modell vor allem etwas beschreiben möchte oder ob ich aufgrund des Modells eine Vorhersage für die Zukunft machen möchte. Ein Modell ist also selten per se gut oder schlecht. Und die Vereinfachung bei solchen Modellen oder bei Modellen generell ist vor allem auch deswegen wichtig, um einen Gegenstand überhaupt erstmal analysierbar zu machen. Häufig ist die Realität einfach so komplex, dass wir eine Vereinfachung brauchen, um überhaupt eine Chance zu haben, zu verstehen, was eigentlich vor sich geht. Und die Vereinfachung ist dabei eben umso wichtiger, je komplexer der Gegenstand ist, den wir modellieren möchten. Und aufgrund der Reduktion, also dem Weglassen bestimmter Elemente der Realität, ist auch klar, das hatten wir eben auch schon mal gehört, hier nochmal die deutsche Version davon, was der Statistiker George Box folgendermaßen auf den Punkt gebracht hat: Alle Modelle sind falsch, aber manche sind eben nützlich. Trotz ihrer notwendigen Falschheit spielen Modelle eine wichtige Rolle. Und wozu dienen Modelle in der Verhaltenswissenschaft? Ich möchte hier drei Aspekte hervorheben. Erstens werden Modelle eingesetzt, um im beobachteten Verhalten systematisch, also reproduzierbare Regelmäßigkeiten, also man kann auch sagen das Signal, vom Rauschen, also eher den zufälligen Einflussfaktoren, zu trennen. Und damit kann eben durch dieses Trennen von Signal und Rauschen kann ein besseres Verständnis des Verhaltens erreicht werden. Und ich werde dazu gleich ein Beispiel geben. Zweitens, und dieser Punkt hängt mit dem vorigen zusammen, können durch die Trennung von Signal und Rauschen auch Interventionen oder Mechanismen, die identifiziert werden, über die dann eine Intervention entwickelt werden kann, um das Verhalten auch wirklich zu ändern. Also wenn ich beispielsweise durch ein Modell lerne, verstehe, dass Menschen sich risikoreich verhalten, weil sie eine verzerrte Risikowahrnehmung haben, dann kann ich mir eine Intervention überlegen, die die Risikowahrnehmung korrigiert und damit hoffen, dass die Leute sich dadurch eben auch weniger risikoreich verhalten. Und drittens werden Modelle verwendet, um aufgrund von Modellen, die sich in der Beschreibung als erfolgreich hervorgetan haben, um mit diesen Modellen eine Vorhersage zu machen. Und diese Vorhersage kann dann eben auch quantitativ sein. Lassen Sie mich ein Beispiel geben für ein Modell, das wir verwendet haben, um Entscheidungsverhalten zu verstehen. Wir haben beispielsweise untersucht, wie Menschen medizinische Entscheidungen treffen unter Risiko. Also wenn wir beispielsweise zwischen verschiedenen ähnlich effektiven Medikamenten uns unterscheiden müssen, die zwar ähnlich effektiv sind, aber eben so mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu unterschiedlichen Nebenwirkungen führen können. Kennt jeder von uns. Und zum besseren Einordnung dieser medizinischen Entscheidung haben wir sie mit finanziellen Entscheidungen verglichen, bei denen die Leute statt der Nebenwirkungen finanzielle Verluste mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erleiden können. Wir haben sich die Versuchspersonen jetzt jeweils zwischen den Optionen entschieden. Hier haben wir in verschiedenen Untersuchungen festgestellt, dass verglichen zu finanziellen Entscheidungen bei medizinischen Entscheidungen die Leute deutlich weniger risikobereit sind und zudem deutlich häufiger die Option wählen, die aus einer normativen Sichtweise eigentlich schlechter wäre, also sie auf längere Sicht eigentlich zu schlechteren Ergebnissen führt. Und um das Verhalten der Leute jetzt besser zu verstehen, haben wir die Entscheidung mit einem etablierten Modell, nämlich der Prospect Theory, modelliert. Und ein zentraler Bestandteil dieser Theorie ist eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion, die den Grad der Verzerrung der Wahrscheinlichkeitsinformation mental bei den Entscheidern abbilden kann.
Und die Art und den Grad der Verzerrung kann man mit Modellparametern messen, deren Wert man durch Anpassung des Modells an die Daten schätzen kann. Und das haben wir gemacht. Und hier zeigen die Ergebnisse der Modellierung, also wenn man die Parameter an die empirischen Daten anpasst, da zeigt sich eine deutlich stärkere Verzerrung der Wahrscheinlichkeitsinformationen bei den medizinischen Entscheidungen verglichen zu den Verzerrungen bei den finanziellen Entscheidungen. Und der Grad und die Art der Verzerrung deutet dabei darauf hin, dass Menschen bei medizinischen Entscheidungen Wahrscheinlichkeitsinformationen dafür deutlich weniger sensitiv sind und diese Informationen weniger beachten als bei finanziellen Entscheidungen. Und die Ergebnisse dieser Modellierung geben uns also einen Aufschluss über einen Mechanismus, der dazu führt, dass die Leute eben diese medizinischen Entscheidungen weniger gut machen, sozusagen. Und gleichzeitig können wir mit den Ergebnissen der Modellierung auch einen Mechanismus ableiten, mit dem wir möglicherweise das Verhalten, das Entscheidungsverhalten bei medizinischen Entscheidungen verbessern können. Nämlich, wenn die Leute bei medizinischen Entscheidungen zu wenig Aufmerksamkeit auf Wahrscheinlichkeitsinformationen legen, können wir versuchen, die Wahrscheinlichkeitsinformationen oder die Aufmerksamkeit, die die Leute diesen Informationen geben, zu erhöhen und dadurch eben das Entscheidungsverhalten zu verbessern. Und zusätzlich könnten wir die Ergebnisse dieser Modelle auch verwenden, um jetzt Vorhersagen zu machen, wie Menschen in der Zukunft Risikoentscheidungen unterschiedlicher Art treffen werden. Und bei den Ergebnissen der Modellierung ist zu beachten, dass die Parameterschätzung, obwohl wir jetzt bei den Ergebnissen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, jeweils Punktschätzung genommen haben, dass die Parameterschätzung mit Unsicherheit behaftet ist. Und das zeigt sich hier in den sogenannten Posterior-Wahrscheinlichkeitsverteilung für die geschätzten Parameter, die angeben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein bestimmter Parameterwert die Daten am besten beschreibt. Und hier links sehen Sie eine Person, bei der die Unsicherheit in der Parameterschätzung recht gering ist. Also hier sind wir uns recht sicher, welche Parameter am besten die Daten beschreiben. Und bei der Person rechts hier ist die Unsicherheit relativ oder deutlich höher. Und hier müssen wir auch bei der Vorhersage vorsichtiger sein, wie die Person sich in der Zukunft verhalten wird. Also hier ist zwar die Vorhersage unsicher, wir können diese Unsicherheit in der Vorhersage jedoch klar benennen und klar quantifizieren. Und lassen Sie mich zum Schluss noch auf einen wichtigen Unterschied zwischen der Beschreibung und der Vorhersage von Daten eingehen. Bei der Beschreibung von Daten aus der Vergangenheit gilt, dass je komplexer ein Modell ist, desto besser kann sich das Modell an die Daten anpassen. Und links sehen Sie hier ein einfaches Modell, als auch ein komplexes Modell für die Beschreibung des Verlaufs der mittleren Tagestemperatur in München über das Jahr 2008 hinweg. Auch als Psychologe redet man gerne mal über das Wetter. Und rechts sehen Sie jetzt, dass der Fehler bei der Beschreibung der Daten hier in dieser schwarzen Linie dargestellt, dass die Beschreibung desto besser wird, also der Fehler des Modells geringer wird, je komplexer das Modell ist. Die Linie geht immer weiter runter. Für die Vorhersage von neuen Daten, also wenn ich beispielsweise die Temperaturentwicklung in München für das Jahr 2009 vorhersagen möchte mit dem Modell, das ich in 2008 gelernt habe, da sieht man, dass es hier einen gewissen Punkt gibt, an dem das Modell mit einem bestimmten Komplexitätsgrad am besten ist, aber Modelle, die dann komplexer werden, die werden dann wieder schlechter. Die haben sozusagen durch eine Überanpassung an die Daten, das Overfitting, wie das auch genannt wird, führen die zu einer schlechteren Vorhersage. Also für robuste Modelle, die eine gute Vorhersage erlauben, ist es sozusagen essentiell, dass die Modelle eine gewisse Komplexität nicht übersteigen. Und Albert Einstein hat diesen Sachverhalt mal folgendermaßen ausgedrückt: The supreme goal of all theory, oder man kann auch sagen, of all models, is to make the irreducible basic elements as simple and as few as possible without having to surrender the adequate representation of a single datum of experience. Und was Herr Einstein uns damit sagen möchte, ist, alles sollte so einfach wie möglich gehalten werden, aber eben nicht einfacher. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für diese Inputs. Da haben wir jetzt ja schon wirklich ganz, ganz viele Impulse bekommen. Herr Geifert, ich möchte zunächst mal mit Ihnen starten. Sie sind ja Philosoph und vielleicht ist das für einige im Publikum erstmal überraschend, dass man sich als Philosoph mit Modellen beschäftigt.
Viele Wissenschaftsphilosophie-Freunde denken ja wahrscheinlich als erstes an Popper wahrscheinlich, an den Wiener Kreis. Sie haben schon gesagt, Modelle sind Erkenntniswerkzeuge. Insofern leuchtet das schon ein, dass es auch ein philosophisches Thema ist. Aber warum interessieren Sie sich genau für Modelle? Erste Frage. Und zweite Frage, wie eng müssen Sie bei Ihrer Forschung dann auch wirklich mit den Fachwissenschaftlern zusammenarbeiten? Ja, vielen Dank. Also da spielt sicherlich auch eine autobiografische Komponente rein. Ich bin studierter Physiker, wie Sie ja auch Physik studiert haben, und erinnere mich noch ganz genau an die Beschäftigung, mein erstes Forschungsthema, an dem ich damals arbeitete, wie mir klar wurde, wie flexibel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also in der Physik, mit Modellen arbeiten. Also ein und derselbe Aufsatz kann an verschiedenen Stellen, so wurde mir das klar, an verschiedenen Stellen unterschiedliche Annahmen, was zum Beispiel den Realismus, also den Weltgehalt, wenn man so will, von wissenschaftlichen Modellen angeht, einnehmen, je nachdem, in welche Absicht dahinter stand. Und weckte meine Neugier, also da war vielleicht schon der Weg zur Philosophie auch schon vorgeprägt, dass man sozusagen auf der Meta-Ebene sich mit den Werkzeugen der Wissenschaft beschäftigen möchte und gar nicht unbedingt so sehr mit dem Gegenstandsbereich. Und was für die Physik gilt, gilt natürlich für andere Wissenschaften, die jetzt nicht so, sagen wir mal, nah an vielleicht auch besonders homogenen Phänomenen, wie das in der Physik oft der Fall ist, sind. Das gilt zum Beispiel in der Klimaforschung, die mich auch schon lange damals natürlich auf populärwissenschaftlicher Ebene interessiert hatte. Und überall da, wo wir mit unserem jetzigen theoretischen Grundlagenwissen an die Grenzen des Beschreibbaren kommen. Also das ist sozusagen die persönliche Story, wie ich zum Interesse an Modelle gekommen bin, also von der, dass ich der physikalischen Arbeit an mathematischen Modellen aus der Festkörperphysik, dann bis hin zur allgemeinen Frage, wie läuft das denn in anderen Disziplinen? Sie haben völlig recht, dass das in der Wissenschaftsphilosophie nicht unbedingt die Norm traditionell war. Ich muss sagen, das hat sich dann auch glücklicherweise in derselben Zeit, in der ich mich der Philosophie zugewandt hatte, unabhängig verändert. Die ganze Disziplinkultur hat sich geändert. Wissenschaftsphilosophie findet sehr viel stärker nah an der Wissenschaft statt. Da ist auch der Einfluss der Wissenschaftsforschung, so als Oberbegriff für historische, soziologische, durchaus auch anthropologische Beschäftigung mit Wissenschaft zu nennen. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren wechselseitig sehr gut befruchtet, sodass es heute wirklich auch immer darum geht, und meiner Meinung nach gehen muss, die Wissenschaftspraxis einzufangen. Und da sind Modelle einfach absolut zentral. Wir haben ja in Ihrem Vortrag sehr schön gesehen, dass Philosophen Experten darin sind, verschiedene Fälle zu unterscheiden und das Terrain begrifflich zu klären. Wir haben von Ihnen gehört, es gibt mindestens drei verschiedene Arten von Modellen. Das waren die, die Sie hervorgehoben hatten, die repräsentieren, dann die für Vorhersage genutzt werden und die explorativen Modelle. Wenn Sie das alles so klar vor Augen haben, wir haben jetzt gelernt, in den letzten 2,5 Jahren waren Modelle ständig in der Öffentlichkeit ein Thema. Sie haben das auch schon erwähnt, da haben Sie wahrscheinlich an vielen Stellen gedacht, oh je, da hat jetzt jemand wieder was falsch verstanden, da ist wieder ein Missverständnis, was kursiert. Alle drei von Ihnen, Sie haben sehr stark den Punkt gestärkt, dass es wichtig ist, auf den Nutzen von Modellen zu gucken, also auf das Ziel, das man erreichen will. Würden Sie sagen, dass das so ein Hauptmissverständnis in der öffentlichen Diskussion während der Pandemie war? Oder wo hat es bei Ihnen besonders wehgetan, wenn Sie das verfolgt haben? Ja, also ich habe tatsächlich auf meiner Festplatte einen Ordner, wo ich so allerlei Schoten und von meiner Meinung nach eben missverständlichen Äußerungen, nicht nur von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, natürlich aus allen Gesellschaftsbereichen zu Modellen sammle. Und ich will es mal ins Positive wenden. Ich würde sagen, dass wir alle kollektiv, die wir ja von der Pandemie betroffen waren und zum Teil auch wenig anderes quasi in der Diskussion in der öffentlichen vorfanden, so eine Art Crashkurs durchgemacht haben in Sachen Modellierung. Also ich glaube, noch nie war vielleicht der breiten Öffentlichkeit klar, wie sehr Modelle Wissenschaft zugrunde liegen und auch zugrunde liegen müssen. Also dass man sich auf Modelle stützt, ist nicht weil das ist nicht irgendwie ein Fehler, das ist teilweise eben wirklich Cutting-Edge Science. Das ist das, was den Forschungsstand ausmacht. Gerade dann, wenn es interessant wird und wir keine geschlossene Theorie haben, dann müssen wir auf Modelle zurückgreifen. Und es ist diese Vermengung von Kontexten, die, glaube ich, mir sehr gegen den Strich geht und die sich wie ein roter Faden auch teilweise durch die Diskussion zieht. Da sind natürlich auch verschiedenste Faktoren
zu nennen, das Bedürfnis nach Eindeutigkeit, das Nicht-Aushalten-Wollen von Ambiguität, dass ein und dasselbe Modell für die Zwecke gut, aber für andere Zwecke ungeeignet sein kann, die Verkürzung in der Darstellung, teilweise von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst verschuldet, auch in Meinungsäußerungen, teilweise aber auch durch mediale Darstellungen verkürzt. Und dennoch denke ich, dass wir da vielleicht, also meine stille Hoffnung ist, dass vielleicht auch ein bisschen an Toleranz gegenüber der Ambiguität von echter Forschung hinzugekommen ist. Herr Projanis, die echte Forschung, da würde ich Sie jetzt gerne dazu befragen. Alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Das war ja ein ganz wichtiger Satz in Ihrer Präsentation. Trotzdem, wenn man Modellen vertrauen soll, und das ist ja was in der Öffentlichkeit ganz wichtig ist, wir haben gemerkt, wir kommen um die Nutzung von Modellen nicht drumherum. Also wenn wir Modellen vertrauen sollen, ist ja trotzdem die Frage, ist es ein gutes Modell für den besonderen Zweck? Ist es tatsächlich nützlich? Wie läuft das in der Forschung? Wie kann man einschätzen, ob ein Modell gut ist? Wie testet man Modelle? Das kommt auch wieder darauf an, wofür man sie gerne gebrauchen möchte. Nehmen wir jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben ein reines Prognosemodell. Da bietet es sich natürlich einfach an, eine Fortschreibung und eine Prädiktion zu machen, wie gut es sich in der Zukunft verhält, ähnlich zu dem Beispiel, was wir eben auch gesehen haben. In anderen Fällen ist es tatsächlich natürlich nicht ganz so klar. Und wo wir auch stark daran arbeiten, sind natürlich diese Counterfactual Policy Analysis, was ich ja auch angesprochen habe, zum Beispiel, was sind die Effekte eines Mindestlohns. Wir sehen ja niemals alle Realisierungen, wo wir den Mindestlohn auf 12, auf 13, auf 14, auf 15 Euro erhöhen und sehen, ob unser Modell richtig lag. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können uns entweder versuchen, unser Modell an sogenannten Policy-Experimenten zu testen, wo wir vielleicht schon mal gesehen haben, dass der Mindestlohn erhöht wurde. Und das heißt, wir können praktisch aus dem Sample heraus mit unserem Modell vorhersagen, was der Effekt gewesen wäre und damit unser Modell validieren. Oder wir sind natürlich darauf angewiesen, unsere Annahmen, die wir strukturell machen, so gut wie möglich empirisch zu validieren. Ich denke auch, dass ein großes Missverständnis eben darin liegt, dass wir eben, das wurde ja eben auch schon gesagt, ich will mich da nicht zu sehr wiederholen, dass wir sagen, es gibt ein gutes Modell und ein schlechtes Modell. Und dass eben der Vorteil wissenschaftlicher Modelle ist und auch der wissenschaftlichen Kommunikation, dass wir sehr rigoros die Annahmen unserer Modelle ständig verteidigen müssen, und zwar im Hinblick auf die Ziele, die wir damit verwenden. Also eine Möglichkeit ist die externe Validierung durch Policy-Experimente, in denen wir versuchen, unser Modell zu testen. Nehmen wir an, zum Beispiel, hätten eine Mindestlohnerhöhung jetzt nur in Baden-Württemberg beispielsweise, und wir könnten eben das benutzen, um unser Modell zu testen und dann Vorhersagen zu machen für den Rest Deutschlands. Oder wir müssten die Annahmen, die wir in unserem strukturellen Modell machen, eben empirisch möglichst gut validieren. Das ist nicht immer ein formaler statistischer Test, das kann auch häufig eine Argumentationskette sein von statistischen Argumenten, aber da gibt es durchaus Möglichkeiten, das zu machen. Es ist natürlich komplizierter zu validieren als ein reines Vorhersagemodell. Und ich glaube, das, was Sie jetzt gerade kurz in einem Nebensatz erwähnt haben, dass man die Annahmen ständig verteidigen muss, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt im Wissenschaftssystem, der vielleicht auch gar nicht immer so transparent in der Öffentlichkeit bekannt ist, dass man, wenn man ein Modell entwickelt und damit veröffentlicht, also wissenschaftliche Ergebnisse teilt, dass man da ziemlich gelöchert wird von den Kollegen, auch auf Konferenzen, oder? Das ist schon ein wichtiger Punkt. Also wenn man sich natürlich basieren neue Modellentwicklungen häufig auf bestehenden Modellen, aber üblicherweise ist auf Konferenzen, auf Seminaren, die man gibt, sind die allerkritischsten, sind natürlich die eigenen Kollegen, die einen ständig hinterfragen, die diese Modelle auch besonders gut kennen. Und die ständig dann nachbohren, ob es da Schwächen gibt. Ich will nicht sagen, dass es überhaupt keine Blindspots gibt. Die gibt es mit Sicherheit. Das möchte ich auch nicht beschönigen. Aber es ist nicht so, dass es das wird extrem kritisch hinterfragt. Sie hatten auch gerade einiges zum Thema Unsicherheiten gesagt. Das spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle, wenn man Modelle entwickelt und Ergebnisse veröffentlicht. Da ist ja, glaube ich, ein Großteil der Arbeit wirklich der Quantifizierung und Einschätzung von Unsicherheiten gewidmet. Das heißt, das wird schon gemacht. Wir hatten das jetzt auch gerade schon kurz gestreift. Das Problem kann vielleicht manchmal eher die Kommunikation sein.
Wissenschaftsintern wird das wahrscheinlich noch anders gehandhabt als in der Öffentlichkeit. Wie sehen Sie das? Ist da vielleicht an manchen Stellen noch Verbesserungspotenzial? Und wie riskant ist es dann auf der anderen Seite vielleicht auch, wenn man zu sehr die Unsicherheiten und die Annahmen in den Vordergrund stellt, dass man dann wiederum das Vertrauen in die Modelle selbst untergräbt? Ja, also ich glaube, das ist eine spannende Frage und ich würde auch gar nicht sagen, dass es unbedingt im Wissenschaftsbereich so ausgereift üblich ist, die Unsicherheiten korrekt zu quantifizieren. Also wir arbeiten da sehr viel dran, gerade wenn es darum geht, Unsicherheiten in der Quantifizierung von Policy Counterfactuals darzustellen. Das sind tatsächlich häufig noch Punktvorhersagen. Da wird dann gesagt, die Vorhersage meines Modells ist eben x. Und da wird dann nicht mehr gesagt, wie sich die Parameterunsicherheit, die Leute tatsächlich in ihren Studien natürlich quantifizieren, wie sich das übersetzt in die Zielgrößen, an denen wir interessiert sind. Das war auch eine Motivation für unsere Papiere, die wir geschrieben haben. Ich denke, in der Kommunikation ist es tatsächlich schwierig, weil natürlich ganz grundsätzlich es immer kompliziert ist, statistisches Wissen vorauszusetzen und die Interpretation eines Konfidenzintervalls, das überfordert schon teilweise Studierende, die bei uns einen Bachelor gemacht haben, korrekterweise. Und das ist nicht, weil das so schwierig ist, sondern einfach, weil ich glaube, dass es da einiges an Grundwissen fehlt und dass man dann sagt, naja, dann nehme ich das lieber weg, das wirkt dann so beliebig, dann habe ich so ein großes Konfidenzintervall und dann kann ich irgendwas sagen. Und ich denke, da muss man sehr aufpassen, dass man da den richtigen Ton trifft. Und ich stelle mir das auch sehr schwierig vor in der breiteren Öffentlichkeitsdiskussion. Ich glaube aber, dass es sehr viele gute inzwischen Visualisierungshilfen gibt, gerade auch aus der Psychologie, die zum Beispiel helfen, auch grafisch Wahrscheinlichkeiten besser einschätzen zu können. Und ich denke, dass es da auch viel Potenzial noch gibt, sich mit diesen Modellen dann in der Hinsicht ein bisschen besser an die Öffentlichkeit zu wenden. Herr Pachur, das war jetzt natürlich das Stichwort für Sie. Wie können wir das hinbekommen, dass in der Öffentlichkeit solche komplexen Zusammenhänge, Wahrscheinlichkeiten, Unsicherheiten besser verstanden werden? Also ich finde es wirklich eine ganz extrem wichtige Frage, wie wir diese kulturelle Errungenschaft der Modelle so nutzen können, dass die Leute wirklich auch den Nutzen dieser Modelle verstehen können. Und haben wir, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet, dass Modelle eben oder die Vorhersagen von Modellen mit einer bestimmten Unsicherheit assoziiert sind. Und die Frage ist, wie kommunizieren wir das? Und ich glaube, als ersten Schritt sollten wir uns bewusst machen, dass wir mit einer ganz wichtigen Art von Vorhersage und die Unsicherheiten dieser Vorhersage jeden Tag operieren, nämlich wenn wir die Wettervorhersage hören. Da kriegen wir auch nicht eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es regnen wird und nicht, sondern es wird eine Wahrscheinlichkeit kommuniziert. Das heißt, in einer gewissen Weise finden wir in unserem Alltag die ganze Zeit schon die Kommunikation von Vorhersagen, von Modellen, und die Wettervorhersage stammt nicht aus nichts anderem als einem Modell, mit ihrer Unsicherheit, und wir können damit umgehen. Natürlich kann man fragen, verstehen die Leute auch wirklich, was eine Regenwahrscheinlichkeit von 40% bedeutet? Und das ist, wenn man sich das mal genauer anguckt, gar nicht so klar. Ist es 40% der Zeit? Ist es 40% der Region, wo es regnen wird? Bezieht sich 40% auf die Menge des Niederschlags? Natürlich bezieht sie sich auf 40% der Szenarien, die in diesem Modell durchgespielt wurden, bei denen es dann beispielsweise regnet. Also ich denke, wir könnten diese Vertrautheit mit probabilistischen Modellvorhersagen, die wir im Alltag kennen, als Grundlage nehmen, um auszudrücken, dass Modelle einfach eine gewisse Bandbreite an Vorhersagen machen, die aber trotzdem den Möglichkeitsraum von Dingen, die passieren können, deutlich einschränkt. Sie hatten jetzt auch schon davon gesprochen, dass Sie menschliches Verhalten modellieren. Ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung, als wenn Herr Gelfert und ich zum Beispiel in der Physik einfach Mehrteilchensysteme modellieren, wo man relativ ungestört tun und walten kann, was man möchte? Würde man ja erstmal denken, Menschen modellieren zu wollen, das ist schon auch erstmal besonders schwierig. Ist das so? Ich weiß nicht, ob es besonders schwierig ist oder jetzt schwieriger als beispielsweise in der Physik Vorhersagen abzuleiten aus Modellen. Ich denke, wir alle haben ein intrinsisches Interesse vor allem an der Vorhersage und am Verständnis
vom menschlichen Verhalten, weil wir eben alle Menschen selber sind und auch einen ganz anderen Einblick haben in die Plausibilität von Aussagen, die Modelle gestalten, weil wir sagen, entspricht die Aussage dieses Modells meinem eigenen Gefühl, meiner eigenen Introspektion über mein Verhalten? Ein Teilchenpartikel kann das nicht sagen, es kann sich nicht äußern. Also ich glaube, eine große oder ein wichtiger Unterschied zwischen dem Einsatz von Modellen in der Psychologie und in der Physik beispielsweise ist, dass wir wirklich das Verhalten nicht nur beschreiben möchten durch irgendeine mathematische Funktion und dann zufrieden sind, wenn die mathematische Funktion das physikalische Verhalten abbildet, sondern wir wollen wirklich auch verstehen, wie die Informationsverarbeitung stattfindet bei Menschen. Und da gibt es wirklich in der Verhaltenswissenschaft unterschiedliche Arten von Modellen, die eigentlich das Gleiche tun, nämlich das Verhalten vorhersagen, aber die es auf sehr unterschiedliche Weisen tun. Entweder verwenden die Modelle beispielsweise Modellelemente aus der Physik, sowas gibt es tatsächlich, wo menschliches Verhalten, beispielsweise das Verhalten von Fußgängern in einer Einkaufszone, durch Modelle beschrieben werden, die wir aus Flüssigkeitsbewegungen kennen. Oder wir finden aber auch Modelle, die versuchen wirklich zu verstehen, was jeder einzelne Fußgänger eigentlich macht, wie er sich nach links und rechts bewegt, welche Entscheidungsregeln er verwendet, um nicht in die nächste Person reinzukrachen. Und das macht die Modellierung und die Vorhersage auch von menschlichem Verhalten wahnsinnig faszinierend, aber eben auch komplexer. Ein Problem, das wir alle aus der Pandemie noch kennen, ist ja dieser schreckliche Rückkopplungseffekt, das Präventionsparadoxon. Dass ein Modell beispielsweise ein sehr bedrohliches Szenario entwickelt, das wird dann von den Medien geteilt, daraufhin sind dann die Menschen im Rahmen der Pandemie besonders vorsichtig und es wird gar nicht so schlimm. Das hat ja dann an vielen Fällen dazu geführt, dass bestimmte Medienvertreter gesagt haben, na, da sieht man mal wieder, die Modellierer haben sich geirrt, die Modelle stimmen nicht. Die Modellierer haben dann gesagt, naja, das ist halt ein ganz bekannter Effekt, den haben wir immer, wenn es um Warnungen geht. Gibt es da mittlerweile schon einen Weg, wie man das berücksichtigen kann, sodass die Modelle dann vielleicht diesen Feedback-Effekt auch implementieren können oder dass man aus diesem Paradoxon irgendwie wieder rauskommt? Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, dass man dieses Präventionsparadox in die Modellvorhersage mit einbaut. Aber ich denke, ein erster wichtigerer Schritt möglicherweise wäre klarer zu machen, dass die Modellvorhersage immer auf ganz bestimmten Annahmen beruht. Und dass eine Modellvorhersage zum Ausdruck bringt, was passiert, wenn folgende Bedingungen gelten. Und ich denke, diese Voraussetzungen, die sollten viel klarer kommuniziert werden. Und dann ist dann natürlich klar, wenn die Voraussetzungen des Modells oder die Modellannahmen sich verändern, dass dann natürlich auch die Vorhersagen des Modells nicht mehr gelten. Und dass das sozusagen nicht die Schuld des Modells ist, wenn es dann anders kommt, sondern dass der Input in das Modell sich verändert hat. Und ich denke, wenn dieser Feedback-Loop oder diese Abhängigkeit der Modellvorhersagen von den Annahmen des Modells klarer kommuniziert wird, dann könnten wir viel entspannter mit Modellen leben und könnten auch viel besser einschätzen, was Modelle eigentlich machen und dass sie uns eben helfen, durchzuspielen, mental oder in einer Computersimulation, was passiert, wenn bestimmte Dinge passieren oder wenn sie eben nicht passieren. Ich glaube, wir haben schon viel über den Umgang mit Modellen ganz allgemein gelernt, also dass man bei den Modellen auf die Ziele schauen muss, dass man das immer mitkommunizieren muss, dass man nicht von einem guten oder schlechten Modell an sich sprechen kann, dass man die Annahmen teilen muss, die in die Modelle eingehen, dass man von Unsicherheiten ausgeht und die auch mitkommuniziert, dass das schwierig ist. Natürlich wird es dann insbesondere relevant und nochmal schwieriger, wenn die Modelle wirklich zugrunde liegen, politischen Entscheidungen. Und dann auch noch insbesondere in Situationen, wo die Unsicherheiten sehr groß sind, wo die Risiken sehr groß sind. Ist das was, was Sie auch mit erforschen oder wo man sagen kann, worauf muss man da überhaupt achten, wenn man mit Politikern diskutiert, also als Wissenschaftler, als Modellierer, die eigenen Ergebnisse kommunizieren will an Politiker? Das hatte man ja zum Beispiel in dem Film Don't Look Up, haben vielleicht einige gesehen, vor einiger Zeit im Kino, beziehungsweise auf Netflix kam der gesehen. Gerade Politiker darf man ja mit Komplexitäten, mit Unsicherheiten dann auch nicht überfordern. Wie kann man in solchen Situationen diese Schnittstelle zwischen der Forschung und der Politik so aufziehen, dass sie ja, eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dann auch zu den richtigen Entscheidungen zu führen?
Ich denke, ein Punkt, der sehr wichtig ist, habe ich gerade schon genannt. Ich denke, da unterscheiden sich Politiker eigentlich nicht von der üblichen Öffentlichkeit, dass man eben den Zweck und die Grundlagen der Modellierung und der Modellvorhersagen klar macht. Ich denke, das gilt für die Kommunikation an die Politik, aber eben auch wieder an die Wissenschaft, an die Öffentlichkeit. Wenn wir uns entscheiden, gewisse Dinge zu tun, wenn die Politik sich entscheidet, sich gewisse Maßnahmen umzusetzen, dann ist es eigentlich egal, ob man ein wissenschaftliches Modell verwendet oder eben nicht. Modelle werden immer verwendet, um Entscheidungen zu treffen. Jedes Mal, wenn eine politische Entscheidung getroffen wird, liegt da eine gewisse Annahme zugrunde, was eine bestimmte Entscheidung, zu welchen Folgen eine gewisse Entscheidung führen wird. Der große Unterschied zwischen diesen impliziten Annahmen, die man ohne Modell macht, und dem Arbeiten mit formalen Modellen ist, dass man bei den formalen Modellen ganz klar kommunizieren kann und offenlegen kann, was die Voraussetzungen für die Modellvorhersage sind, und dass man vor allem einen systematischen Weg hat, den Wissensbestand und das Vorwissen in diese Modellvorhersagen einfließen zu lassen. Wenn wir unsere impliziten Annahmen oder wenn Politiker ihre impliziten Annahmen für ihre politischen Entscheidungen nicht kommunizieren, dann wissen wir nicht, welche Annahmen das sind. Mit einem formalen Modell kann man eben diese Annahmen sichtbar machen und man kann sie eben auch korrigieren, wenn sich neue Erkenntnisse liefern, wenn man sozusagen auch im Laufe der Pandemie beispielsweise neue Erkenntnisse hat und damit dann eben auch seine Modellvorhersagen nachadjustieren kann. Also das wäre ja sozusagen der ideale Fall, dass man all das offenlegt, alle Annahmen, alles, was dort einfließt, auch normative Annahmen, um das Ideal, das ja nur in der Wissenschaft existiert, der Objektivität auch wirklich umsetzen zu können und dann die Wissenschaft dann einfach zu sagen, macht damit, was ihr für richtig haltet. Die normative Entscheidung für eine bestimmte politische Linie, die liegt jetzt bei euch. Das ist der Idealfall. Wir haben, glaube ich, in der Pandemie gesehen, dass das in der Umsetzung nicht immer so ganz einfach ist, diese ganz saubere Trennung zwischen objektiver Wissenschaft und normativer Politik. Das ist ein Vorwurf, den man tatsächlich auch sehr häufig gehört hat in Richtung der Modellierer, dass die natürlich auch eigene Einstellungen haben, vielleicht eine eigene politische Agenda. Und dann auch immer so diese Vermutung in der Öffentlichkeit, die immer wieder kursierte, dass Modellierer ihre Modelle ja dann schon auch ein bisschen in diese Richtung hindrücken können, in der sie sie gerne hätten. Ich habe ein Zitat mitgebracht, Frau Janis, von Ihrem Kollegen Markus Gabriel aus Bonn. Der hat vor 2 Jahren in der NZZ geschrieben, tendenziell wählen die Experten apokalyptische Visionen, weil sie so leichter gewinnen können. Treten die Prognosen ein, können sie sagen, dass sie es dank besonderer intellektueller Fähigkeiten immer schon gewusst haben. Und treten die düsteren Szenarien hingegen nicht ein, können sie gönnerhaft behaupten, dass ihre Warnung die Apokalypse abgewehrt hat und erhalten sogar noch Applaus. Tja, was sagt man da als Modellierer, wenn man mit solchen Vorwürfen konfrontiert wird? Was ich ganz grundsätzlich natürlich jetzt zu diesem Zitat denke, also ob das mein Kollege ist oder nicht, würde ich jetzt mal dahingestellt sein lassen, dass ich das eben mit einbeziehe in meine Beurteilung. Grundsätzlich denke ich, ist das beste Korrektiv eine transparente Diskussion über diese Modelle. Man kann sich nämlich auf eine Sache wirklich verlassen und das sind die Eitelkeiten von Wissenschaftlern, die sich gegenseitig immer kritisieren, wenn sie merken, dass offensichtliche Fehler vorhanden sind, solange die Strukturen transparent genug sind, damit sich alle am Diskurs beteiligen können. Ich denke schon, dass es natürlich immer eine Wechselwirkung gibt zwischen Modellierern bzw. Wissenschaftlern, die gerne vielleicht sehr polarisierende Szenarien entwerfen, die dann auch gerne in den Medien aufgegriffen werden und die dann gerne reproduziert werden. Und all solche Dinge kann man nur durch mehr transparenten Diskurs auch unter Wissenschaftlern, aber eben auch durch mehr Austausch entgegenwirken. Ich glaube, dass diese Aussage, obwohl sie natürlich irgendwie sehr überspitzt ist, vielleicht nicht unbedingt falsch ist, in dem Sinne, dass jeder natürlich mit seinen normativen Vorstellungen auch an die Wissenschaft rangeht. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns dieser Verzerrtheit unserer eigenen Annahmen bewusst ist, wenn wir diese Modelle bauen
und versuchen, so offen und transparent wie möglich darüber zu diskutieren. Denn eine Sache ist auch klar, je intransparenter die Annahmen sind, desto weniger angreifbar macht man sich, weil man dem anderen weniger Angriffsfläche bietet. Wenn ich sehr konkret meine Annahmen hinschreibe, ist es sehr viel einfacher für jemanden zu sagen, ja, das ist ja Quatsch oder so funktioniert das ja nicht. Und diese alternative Welt, in der wir eben nebulöse, implizite Annahmen machen, die man gar nicht konkret kritisieren kann, weil sie ja nie irgendwo konkret aufgeschrieben werden, woran überprüfen wir das denn? Also insofern würde ich sagen, ich glaube nicht, dass diese Tendenz komplett verkehrt ist, die da angesprochen wird. Jeder kommt mit seinen verzerrten Vorstellungen zur Modellbildung und das Korrektiv ist eine transparente Diskussion im wissenschaftlichen und im politischen Bereich und keine weitere nebulösen Diskussionen über gefühlte Wahrheiten in der Zukunft. Aber da gibt es wahrscheinlich schon auch noch Ausbaupotenzial, oder? Müsste das vielleicht viel stärker auch in der Wissenschaft noch diskutiert werden, dass man da vielleicht bestimmte Standards entwickelt oder vielleicht auch die Wissenschaftler viel mehr trainiert, diese Dinge zu kommunizieren? Also ich glaube, eine Sache, die wir auch häufig vielleicht etwas unterschätzen, ist, die meisten kommen ja aus extrem spezialisierten Gebieten, wo man mit einem sehr kleinen Kreis von Expertinnen, Kollegen kommuniziert auf Konferenzen. Und wenn das eigene Thema ganz plötzlich in der Öffentlichkeit steht, wird man mit einem wirklich überdimensionalen Interesse konfrontiert. Dafür sind wir auch gar nicht ausgebildet, beziehungsweise da haben wir vielleicht auch nicht immer die richtigen Worte, um dann irgendwie diese Art von Code-Switching, wo man plötzlich auch mit einer anderen Zielgruppe spricht, das zu transferieren. Ich glaube, das hat man dann auch einige Male gemerkt, dass Wissenschaftler deutlich überrascht waren von dem allgemeinen Interesse und vielleicht auch nicht die richtigen Formulierungen dann immer gewählt haben. Ich denke, da waren auch viele dabei, die sehr prominent sind, die das von sich auch selber so gesagt hätten. Und ich glaube, da gibt es sehr viel Potenzial. Ich glaube, eine Sache, die eben zum Beispiel jetzt auch sehr stark betrieben wird, zum Beispiel vom Bundesministerium für Wirtschaft und Kultur in Berlin, die jetzt Fachbeiräte von sehr aktiven Forscherinnen und Forschern gebildet haben, besonders mit aus der empirischen Mikroökonomie zum Beispiel, die sich mit konkreten Politikfragen auch beschäftigen, die einen offeneren Diskurs ermöglichen. Ich denke, sowas ist zum Beispiel etwas, wo Deutschland vielleicht noch etwas hinterherhinkt und wo so beide Seiten schon mal so eine Grundlage und auch eine Vertrauensgrundlage aufbauen können, wie man diese Modelle dann auch einsetzen kann, damit dann eben auch die politische Seite davon überzeugt ist und man auch eine gemeinsame Kommunikationsstrategie dann hinterher findet. Herr Gelfert, Ihr philosophischer Blick auf diese Frage würde mich an der Stelle auch nochmal interessieren, denn die Frage der Normativität in der Wissenschaft ist natürlich eine, die in der Philosophie schon sehr lange diskutiert wird. Die Frage, welche Rolle da Interessen spielen und warum wir uns in der Öffentlichkeit oder ob wir uns darauf verlassen können, dass die Wissenschaftler tatsächlich das ja, in einer möglichst objektiven Art und Weise das beste zu dem Zeitpunkt verfügbare Wissen anbieten, damit dann Politiker auf dieser Grundlage die Entscheidung im Kontext ihrer jeweiligen intentionalen Hintergründe dann auch entwickeln können. Also die Frage, wie sieht das aus? Hatten Sie auch den Eindruck, dass sich da auch manche Wissenschaftler in der Pandemie vielleicht ein bisschen gerieben haben an dieser Frage, wie stark sie jetzt auch als Privatpersonen in der Öffentlichkeit stehen und wie sie gleichzeitig doch immer noch diese Rolle als objektiver Wissenschaftler ausfüllen können? Also ich glaube, der Kernpunkt hierbei ist, dass Wissenschaft ein kollektiver Prozess ist. Wissenschaftliche Meinungsbildung ist etwas, was nicht von Einzelpersonen betrieben wird, sondern es ist das Zusammenspiel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einer Disziplin nach Standards, die jeweilige Disziplin sich quasi selbst gegeben hat, natürlich über Jahrzehnte hinweg sich geformt haben. Deshalb ist es immer schwierig, sozusagen von dem einzelnen Wissenschaftler, der einzelnen Wissenschaftlerin zu fordern, diese Person möge nun das objektive Wissen der Wissenschaft wiedergeben. Das ist einfach schlichtweg individuell nicht leistbar, sondern wissenschaftliche Objektivität ergibt sich aus der Intersubjektivität des Zusammenspiels von Einzelpersonen. Natürlich
sind Einzelpersonen auch nur Menschen. Und es gibt gute Argumente dafür, auch in der Wissenschaftsphilosophie, bis hin zurück zu Michael Polanyi und anderen, Thomas Kuhn, dass durchaus auch Eitelkeiten zum Beispiel in der Wissenschaft eine produktive Rolle spielen können. Das wurde ja schon genannt. Man möchte vielleicht irgendwie seinen Kollegen jetzt irgendwie schneller sein, oder Priorität ist sicherlich eine Motivation. Man möchte als Erster oder als Erste die Entdeckung machen, das Resultat haben. Und problematisch wird es eben dann, wenn dieser kollektive Charakter von Wissenschaft ignoriert wird, sowohl in der Art und Weise, wie Politik als gesellschaftliches Subsystem sich auf die Wissenschaft stützt, und auch wie in Medien dann eine Personalisierung, Stichwort Talkshow-Kultur, befördert wird, die einfach dieser Funktion des Systems Wissenschaft nicht angemessen ist. Aber das wirft natürlich die Schwierigkeit auf, wen lade ich denn sozusagen in einer Talkshow an, wenn nicht eine Einzelperson. Ich kann ja die ganze Leopoldina einladen als wissenschaftliche Akademie. Und trotzdem, denke ich, müsste man versuchen, Wege zu finden, wissenschaftliche Resultate zu aggregieren. Das klappt in einigen Fällen sehr gut. Das klappt zum Beispiel, Stichwort Klimaforschung, sehr gut. Da gibt es das Intergovernmental Panel on Climate Change, das sozusagen das gebündelte, peer-reviewte Wissen der Klimaforschung, was zusammen summiert wird und dann in regelmäßigen Abständen referiert wird. Das ging natürlich in der Pandemie nicht, weil absolut starker Entscheidungsdruck herrschte. Also es gibt da diesen schönen Begriff der Fast Science, Wissenschaft, die sozusagen vor der Formierung eines Konsenses schon rekrutiert werden muss für praktische Zwecke. Ich denke, das ist etwas, was strukturell schlecht aufgelöst werden kann. Dass es immer mal auch Einzelpersonen gibt, die sich in den Vordergrund spielen, das mag so sein. Aber wie auch schon erwähnt wurde, den meisten ist das dann vor die Füße gefallen. Sie haben es zum Teil bereut, dann in diese Lage gebracht worden zu sein. Und auch die Forderung sozusagen, jeder Wissenschaftler oder jede Wissenschaftlerin möge zugleich auch PR-Expertin und Medien Referentin sein, das ist einfach nicht leistbar. Da erwarten wir, würden wir zu viel, da würden wir Menschen nicht, Menschenunmögliches von den Einzelpersonen erwarten. Ja, dieser kollektive Aspekt, das ist ja dann wahrscheinlich genau das, was vorhin auch schon zur Sprache kam, dass man diskutiert, dass man nachfragt bei den Kollegen, dass man sich auf Konferenzen trifft und dann natürlich auch das Peer-Review-Verfahren, dass sich die Wissenschaftler gegenseitig erstmal sehr genau auf den Zahn fühlen, bevor ein Ergebnis veröffentlicht wird. Tatsächlich war das ja ein Problem in der Pandemie, dass das, genau wie Sie sagen, alles ein bisschen zu schnell ging. Sie haben in Ihrem Vortrag auch angesprochen, dass bei der Modellierung auch ein Interdisziplinaritätsproblem häufig auftaucht. Also dass man Dinge modellieren will, die in ganz viele verschiedene Zuständigkeitsbereiche hineinfallen. Das war ja auch was wir jetzt bei der Pandemie gesehen haben, wo es auch viel Kritik gab, dass die Epidemiologen zu sehr im Vordergrund standen, die Physiker zu sehr im Vordergrund standen, vielleicht die Psychologen ein bisschen spät teilweise erst ins Boot geholt wurden. Ist das was wir jetzt auch aus der Pandemie mitnehmen könnten, und könnten da vielleicht auch die Wissenschaftsphilosophen so ein bisschen eine moderierende Rolle einnehmen? Also ich denke, dass es da tatsächlich Aufholbedarf in gewisser Hinsicht gibt. Also Interdisziplinarität ist jetzt schon seit längerem natürlich ein Schlagwort und wird de facto natürlich lange schon praktiziert, aber immer auch ad hoc irgendwie neu wird versucht, eine Balance zu finden. Das ergibt dann in der Praxis, findet man einen Weg, miteinander zu kommunizieren, aber kaum einen Wissenschaftler oder kaum eine Wissenschaftlerin, die in einer Disziplin groß geworden ist, findet es leicht, über diese Disziplingrenzen hinweg zu kommunizieren. Und diese Fähigkeit, über Disziplingrenzen hinweg sich einzuarbeiten, jetzt nicht, um da unbedingt zur allerneuesten Forschung beizutragen, aber immerhin so weit sich einzuarbeiten, dass ein Grundverständnis da ist, was dann die eigene Arbeit in solchen interdisziplinären Kontexten befruchten kann, das ist enorm wichtig. Da wird auch viel geleistet in der Wissenschaft, aber ich glaube, wir haben da vielleicht noch nicht so richtig das, auch in der Wissenschaftsphilosophie, muss ich selbstkritisch sagen, noch nicht so das richtige Vokabular und den theoretischen Rahmen dafür entwickelt. Es wird aber immer wichtiger werden, denn die globalen Herausforderungen sind interdisziplinär. Dass so etwas wie Interdisziplinarität möglich ist, ist ja auch die Kehrseite des Erfolgs der Wissenschaft. Nicht, dass alle einzelwissenschaftlichen Probleme jetzt schon gelöst wären, aber der Fokus richtet sich zukünftig und immer stärker weg von den klar in eine Disziplin fallenden Standardproblemen, die man nach den etablierten Methodiken abarbeiten kann, sondern auf die Grenzbereiche.
Und das ist etwas, was, glaube ich, in der Zukunft noch viel stärker diskutiert werden muss. Wie sind da Ihre Erfahrungen, Frau Janis, was Interdisziplinarität angeht? Das ist ja so ein Wort, was eigentlich alle immer gerne benutzen. Es wird ja auch immer gerne in Anträge geschrieben, aber meistens in der Realität ist es dann doch schwieriger umzusetzen, als man das so erwarten würde. Ja, also ich habe ja tatsächlich mehrere interdisziplinäre Projekte mit einem Kollegen auch von der Uni Bonn, dem Jan Hasenauer aus der Computational Biomedicine, wo wir eben auch genau versuchen, Elemente der dynamischen Modellierung aus der Ökonomie und aus der Epidemiologie bzw. Biostatistik zusammenzubringen. Und wir arbeiten jetzt schon, unter anderem wird das auch finanziert von der Volkswagen Stiftung, und wir arbeiten jetzt seit 2 Jahren ungefähr zusammen. Und was ich dazu sagen kann, ist, wir haben jetzt einige, man kann sich ja die Wissenschaft, das klingt immer alles sehr wolkig und sehr dort oben, aber es ist natürlich auch, man hat einen Arbeitsalltag, man hat eine Struktur, man hat ein Team, was da mit einem arbeitet, und gerade diese Interdisziplinarität, dass man gemeinsam miteinander kommunizieren kann, das fängt bei der gemeinsamen Betreuung von Master und Doktoranden an, die einfach auf Institutsebene oft einfach unterschiedlich ist von den formalen Voraussetzungen. Masterarbeiten in der Mathematik sind 1 Jahr lang, Masterarbeiten in der VWL sind 5 Monate. Die Betreuungsumfang ist komplett anders. Also von diesen Formalien jetzt mal abgesehen, braucht es eine Zeit lang, bis man gemeinsam produktiv kommunizieren kann. Und das braucht einfach Zeit, damit sich da eine gemeinsame Ebene entwickelt. Plus, man muss eben auch dazu sagen, dass viele von diesen interdisziplinären Projekten eben nicht ganz angesiedelt sind in jeweils der eigenen, in diesen Fachrichtungen und selten das Potenzial haben, tatsächlich so hoch publiziert zu werden, wie viele Menschen das gerne möchten. Und ich glaube, dieser Anreizmechanismus muss man sich auch bewusst sein, wenn man interdisziplinär fördert oder fordert, aber gleichzeitig eben nur aufgrund von sehr hohen Publikationen Forscherinnen und Forscher befördert beziehungsweise auch eine Stelle zugibt. Diese Friction, die haben wir in Deutschland nicht aufgelöst. Also zumindest in unseren Fachbereichen kann ich sagen, wir betreiben das, weil wir das daran glauben und weil wir das sehr spannend finden und für die Zukunft, aber das ist keine kurzfristige Strategie, um sich in der Wissenschaft zu etablieren. Das muss man wirklich klar so sagen. Das wäre dann jetzt sozusagen der Punkt der Selbstkritik, wenn man davon ausgeht, dass interdisziplinäre Diskussionen auch zu einer höheren Qualität von Modellen führen, dann wäre das ein Punkt, wo man auf jeden Fall sagen würde, da kann man noch einiges tun, um da Fortschritte zu erzielen. Herr Parur, ich hatte noch eine Frage an Sie. Wir haben jetzt viel über die Pandemie geredet, der Klimawandel kam schon ein paar Mal zur Sprache. Das sind ja alles Themen gewesen, wo ja, bestimmte Verhaltensänderungen vielleicht erhofft wurden, also wo es darum geht, dass Menschen sich für bestimmte Ziele einsetzen, also beim Klimawandel zum Beispiel, dass wir unseren Lebensstil ändern, dass wir einfach mehr darauf achten, bestimmte Verhaltensweisen auch abzulegen. Gerade jetzt nach der Pandemie, bei mir zumindest, hatte ich so ein gewisser Pessimismus entwickelt. Und man hat gesehen, wie schwierig das ist, Menschen dazu zu bringen, wirklich ihre Gewohnheiten aufzugeben und sich für ein größeres, für ein höheres Ziel motivieren zu lassen, in einer bestimmten Art und Weise sich zu verhalten. Ihre Wissenschaft ist ja nun genau mit diesem Ziel unterwegs, das Verhalten von Menschen besser zu verstehen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, in Ihrem Vortrag geht es schon auch darum, Strategien zu entwickeln, Verhalten zu beeinflussen, bestimmte Impulse zu setzen. Ist das erfolgreich? Ist das ein Punkt, aus dem wir Hoffnung schöpfen können für die Begegnung dieser ganz großen Krisen, die uns bevorstehen? Als Mann muss ich sagen, ich teile Ihren teilweise negativen Eindruck, dass viele dieser Hoffnungen, die wir vielleicht aus der Psychologie oder anderen Verhaltenswissenschaften gewonnen haben, über das Potenzial der Verhaltensänderung, dass wir hier wirklich enttäuscht wurden und dass da einige Theorien oder einige Glaubenssätze, wie sich Verhalten effektiv verändern lässt, dass die enttäuscht wurden. Gleichzeitig, was in den letzten Jahren oder insbesondere auch im Kontext von der Pandemie oder auch der Klimakrise passiert ist, ist, dass wirklich verschiedene Vorstellungen über effektive Maßnahmen der Verhaltensänderung, dass die wirklich auf den Prüfstand gestellt wurden. Und ich denke, neben den vielen Enttäuschungen, die wir dabei erlebt haben, haben sich einige Strategien wirklich aber auch als wegweisend oder als zukunftsträchtig erwiesen. Also beispielsweise, was wir sehr viel gelernt haben
in den letzten Jahren, ich denke, da haben die Behavioral Economics ähnliche Erfahrungen gemacht, ist, dass wir auf eine sehr wunderbare oder sehr starke Weise das Verhalten längerfristig von Menschen auch verändern können, indem wir die Entscheidungsumwelt auf eine gewisse Weise gestalten. Also dass wir sozusagen uns helfen, durch die Gestaltung der Umwelt richtige Entscheidungen zu treffen, dass wir weniger essen oder weniger falsche Sachen essen, dass wir uns mehr bewegen. Und dass wir sozusagen über solche Veränderungen dann eben auch wirklich einen direkten Zugriff drauf haben, wie wir uns besser verhalten können, wie wir uns besser entscheiden können. Das ist ein Ansatz, den wir gelernt haben in den letzten Jahren in den Verhaltenswissenschaften, dass man die Umwelt verändert. Aber zum Zweiten haben wir, glaube ich, auch in vielen Kontexten gelernt zu verstehen, welche Entscheidungskompetenz man wirklich bei den Menschen erhöhen kann. Also wie man die Leute dazu bringen kann, dass sie Risiken besser verstehen beispielsweise, dass man Risiken nicht nur als abstrakte Wahrscheinlichkeitsinformationen darbietet, sondern den Leuten wirklich auch die Möglichkeit gibt, und da kann beispielsweise auch neue VR, Virtual Reality Techniken helfen, Wahrscheinlichkeiten erfahrbar zu machen, zu erfahren und sozusagen darüber auch ein besseres Verständnis von Informationen zu bekommen, die ganz wichtig ist, um gute Entscheidungen zu treffen, nämlich Risiko zu verstehen. Aber das ist natürlich dann auch ein schmaler Grat zur Manipulation hin. Absolut. Denke, das ist eine andere Diskussion, die man führen muss. Aber diese Einsichten über die Möglichkeiten der Verhaltensänderung haben auf jeden Fall oder machen dieses Spannungsfeld auf, wie man diese Kompetenzen und diese Möglichkeiten der Umweltgestaltung auch nutzt oder ausnutzt in einer gewissen Weise. Ja. Das zeigt aber auf jeden Fall wieder, was für ein Potenzial Modelle mit sich bringen, wie wichtig Modelle für uns sind, wie wichtig es auch ist, immer transparent mit zu kommunizieren. Und darüber haben wir heute ausführlich gesprochen, über die Grenzen der Modelle, über die Annahmen, die einfließen, über die Motive, die dahinter stehen. Und wir haben auch gehört, dass es da einige Mechanismen im Wissenschaftsbetrieb gibt, wichtige Mechanismen, wirkungsvolle Mechanismen, die qualitätssichernd wirken und die genau das gewährleisten sollen, dass unser Vertrauen in Modelle und in deren Anwendung tatsächlich gerechtfertigt ist. Und ich glaube, Vertrauen ist da ein ganz wichtiges Stichwort. Und damit würde ich gerne die Diskussion öffnen ins Publikum und ins Netz. Wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich bitte. Da vorne ist schon die erste Frage. Wir haben hier Mikrofone im Raum. Genau. Ja, danke schön für die spannende Diskussion. Ich hätte eine Doppelfrage, wenn ich sie stellen darf. Die eine Frage bezieht sich auf die Pandemiemodelle, mit denen Sie, Frau Andal, angefangen hatten, insbesondere das Imperial College Modell. Es wurde also von kontrafaktischen Modellen gesprochen und verschiedenen explorativen, verschiedenen Zwecken, die Modelle erfüllen können. Nun hatte diese Modelle nicht nur die Annahme, dass keine Politikmaßnahmen getroffen werden, die dann diese erschreckend hohen Todeszahlen impliziert haben, sondern auch die Annahme, dass es keine endogenen Verhaltensänderungen gibt. Das heißt, dass Menschen ihr Verhalten nicht anpassen. Nun ist die Frage, wie kann so ein Modell, handlungsleitend sein, obwohl, wie die Modellierer explizit in dem Paper geschrieben haben, es Annahmen macht, die sie als absolut unrealistisch aufgefasst haben. Also sie haben nicht angenommen, dass Menschen nicht ihr Verhalten ändern würden, wenn plötzlich um sie herum Kranke angefangen zu sterben. Das war die eine Frage. Die andere Frage, vielleicht ist sie irgendwo im selben Raum. Frage an Herrn Pachur. Sie hatten vorhin darüber geredet, wie man lernen kann, mit Unsicherheit Leuten beibringen kann, mit Unsicherheiten umzugehen, dann das Wetterbeispiel genannt. Nun, bei Wetterprognosen haben wir Wahrscheinlichkeiten. Bei vielen Phänomenen, ich glaube in der Pandemie, auch im Klimawandel, sind unsere Unsicherheiten so groß, dass wir dem gar keine Wahrscheinlichkeiten zuordnen können oder zumindest nicht berechtigterweise. Gibt es Strategien, wie man so tiefe Unsicherheiten, Nightian Uncertainties oder so, kommunizieren kann und Menschen so nahe bringen kann, dass dann irgendwelche Handlungsstrategien sinnvoll daraus folgen? Herr Pachur, wollen Sie gleich anfangen? Ich könnte auch was zu der ersten Frage sagen, aber vielleicht sage ich erst was zu der zweiten. Also viele der Klimaprognosen, die uns vorliegen, die basieren ja auf formalen Modellen, die eben nicht diese Nightian Uncertainty verwenden, wo wir gar keine Zahlen drauf packen können, sondern die einfach narrativ vielleicht sogar nur beschrieben werden kann, aber eben nicht berechnet werden kann.
Und das Gute an diesen formalen Modellen, die vielen Klimaprognosen zugrunde liegen, ist, dass sie tatsächlich auch mit Wahrscheinlichkeiten belegt werden können. Also ich denke, hier, wenn man den Modellierern genug Zeit gibt, dass sie mal beschreiben, was sie da eigentlich machen, würden sie auch in der Lage sein zu beschreiben, mit welchen Wahrscheinlichkeiten unterschiedliche Szenarien eintreten, was sozusagen der Vorhersagekorridor ist, mit dem zu rechnen ist, beziehungsweise der wirklich auch von ihren Modellierungsanstrengungen aus diesen Anstrengungen resultiert. Also da teile ich gar nicht unbedingt ihre Einsicht, dass wir bei den Klimavorhersagen nicht mit diesen Wahrscheinlichkeiten wie bei der Wettervorhersage auch arbeiten können. Richtig, das ist absolut richtig, aber das ist genau eigentlich der Vorteil von diesen Modellen, dass wir eben diese Annahmen, die wir in die Modelle reinstecken, quantifizieren können. Wenn jemand einen guten Grund hat, diese Annahmen zu kritisieren oder andere Modellannahmen verwenden möchte, dann kann die Person das gerne tun. Und ich glaube, das ist der Vorteil und das große Potenzial von diesen formalen Modellen, dass man wirklich auch die Ausgangslagen und die Annahmen, die in diese Modelle mit reingehen kann, diskutieren kann und sich dann eben über unterschiedliche Szenarien austauschen kann. Und was sich häufig eben auch bei diesen Modellierungsanalysen zeigt, ist, dass da gewisse Annahmen reingesteckt werden, dass da gewisse Zahlen reingesteckt werden, die möglicherweise sogar kritisiert werden können oder die vielleicht unplausibel erscheinen. Aber dass wenn man sogenannte Sensitivitätsanalysen durchführt und diese Vorannahmen variiert, dass man häufig sieht, dass die Modellvorhersagen sich nicht substanziell verändern. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der auch in der Kommunikation von Modellierungsergebnissen berücksichtigt werden sollte, dass wir auf gewisse Dinge auf jeden Fall gefasst sein sollten, was die Zukunft, was die Klimaveränderung angeht. So, Frau Janis, wollen Sie dazu auch noch was sagen zu den Modellen, die mit falschen Annahmen operieren, wo man eigentlich von vornherein sagen kann, das kann so gar nicht sein und trotzdem entwickelt man bestimmte Szenarien. Welchen Nutzen haben Modelle, die in diesem Sinne falsch sind, also offensichtlich auf falschen Annahmen beruhen? Kann man daraus trotzdem noch was lernen? Ja, ich finde es jetzt etwas schwierig, weil ich möchte mich nicht in eine Situation bringen, wo ich dieses Imperial College Modell so stark verteidigen muss. Ich denke, der ursprüngliche Zweck, das war eine Kombination, das haben wir ja auch da gesehen von einer Zeitcrunch, das war ja ein altes Modell, was praktisch ausgegraben wurde, um diese spezielle Situation irgendwie darzustellen. Ich glaube, damit gab es irgendwie auch noch extrem viel andere. Um das jetzt so ein bisschen von diesem konkreten Beispiel loszulösen. Was wir natürlich zum Beispiel wissen, dass es eventuell endogene Verhaltensänderungen gibt, die wir in dieses Modell vielleicht hätten reinbringen sollen. Was uns aber dieses Modell vielleicht sagt, ist, dass Verhaltensänderungen notwendig sind. Nun kann man argumentieren, es wird endogene Verhaltensänderungen geben, aber auch das ist ja eine Annahme, die wir treffen. Sind diese endogenen Verhaltensweisen denn dann gleich verteilt über die Bevölkerung oder trägt die Last eben eine bestimmte Gruppe? Das sind dann eben alles Fragen, die aus diesem simulierten Szenario vielleicht erstmal rauskommen, weil uns das simulierte Szenario eben erstmal sagt, was die Gefahr wäre, wenn sich niemand anpasst. Dementsprechend sagt es, wir brauchen Verhaltensanpassungen. Jetzt kann man sagen, es werden sich Leute endogen anpassen und dann sagt man, gut, aber was ist die funktionale Form davon? Wer passt sich an? Wer trägt die Last? Wer trägt das Risiko? Und diese Diskussionen, die kommen ja erst zustande, dadurch, dass wir dieses Baseline-Szenario, wie ich es jetzt vielleicht mal gesagt habe, einmal durchgespielt haben. Natürlich können wir nicht stoppen bei einem Modell, was vielleicht sehr wichtige Komponenten unter den Tisch fallen lässt. Und dieses Modell ist natürlich auch nicht geeignet, um selbst wenn wir keine Politikmaßnahmen gemacht hätten, Eindämmungsmaßnahmen vorherzusagen, wie die Corona-Krise sich entwickelt hätte, weil eben diese endogenen Feedback-Loops wären eben eingetreten, dass Leute ihre Kontakte selbstständig beschränkt hätten, sie vielleicht selber Masken sich besorgt hätten etc. Aber es geht eben darum, so ein grundsätzliches Szenario zu entwerfen, wo eben offensichtlich
eine Verhaltensänderung notwendig wird, um sich dann proaktiv zu überlegen, macht es Sinn, das eben nicht auf dem Rücken Einzelner zu verteilen, sondern eben auf dem der gesamten Bevölkerung. Ich denke, auch da hat es eine sinnvolle Komponente, ohne jetzt dieses konkrete Modell wirklich verteidigen zu müssen. Aber die Frage ist ja, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass man einfach irgendeine Aussage trifft, ohne die Annahmen transparent zu machen und ohne sich angreifbar zu machen, dass durch Überprüfung das Modell eben sich als falsch hinterher herausstellt. Das können wir ja auch nicht wollen. Was ja dann auch wiederum ein Argument ist, tatsächlich mal wieder für die einfachen Modelle, und dass es auch durchaus einen Erkenntnisgewinn bringen kann, mit Modellen zu operieren, die im strengen Sinne falsch sind, einfach weil man dadurch bestimmte Mechanismen verstehen kann. Herr Gelfert, Sie wollten noch was sagen. Ja, ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel, wo man erkennen kann, wie gefährlich es sein kann, sich zu sehr auf ein Modell zu kaprizieren. Interessant ist ja vor allem daran auch, dass genau diese Einschränkungen genannt wurden. Die waren ja transparent gemacht, und man kann sich dann fragen, wieso sich so viel Aufmerksamkeit und auch policy-relevantes Handeln dann darauf gestützt hat. Man könnte eben auch da sagen, ja, dann müssten wir eigentlich das als ein Modell in einem Spektrum von um weitere Annahmen angereicherten Modellen ansehen. Und erst aus diesem Ensemble heraus kann man dann eben genau sowas machen wie Sensitivitätsanalysen, gucken, welche Faktoren schlagen besonders durch, bei welchen Faktoren ist die Unsicherheit besonders stark, wo können wir vielleicht, indem wir empirisches Input sammeln, Messungen, Erhebungen verbessern, mehr an oder eine größere Reduktion an Unsicherheit erreichen. Deshalb dieses Herauslösen einzelner Modelle ist, glaube ich, eine große Gefahr. Es ist immer verlockend, auch in der Darstellung, aber es geht einfach nur in der Gesamtheit. Und ähnlich, denke ich, bei Klimaszenarien, da kann man auch nicht nur auf die Modelle gucken, selbst wenn die eben behelfsmäßig dann noch mit Wahrscheinlichkeiten operieren, sondern dann muss das sozusagen situiert werden, auch angereichert werden, vielleicht auch mit einer, sagen wir mal, Einbildungskraft und einem Vorstellungsvermögen, was über die Modelle hinausgeht, dass man also tatsächlich sich Szenarien, auch menschliche Szenarien überlegt, die skizzieren in einer Weise, es ging ja auch um die Kommunikation dieser Resultate, wie ein Leben in einer Heißzeit aussehen könnte, ein menschliches Leben. Das sind Dinge, die kann man nicht berechnen, aber wir wissen ja über die fundamentalen zugrunde liegenden kausalen Prozesse so viel, dass wir relativ gut grobe Tendenzen, und zwar eindeutige, unwiderlegbare Tendenzen ablesen können. Eine Welt mit 3, 5, 7 Grad im Durchschnitt plus, das sind eben Szenarien, die möchte man sich nicht ausmalen, aber die muss man sich vielleicht genau auf diese Weise ausmalen. Da kommt natürlich in ganz andere Bereiche rein. Da müsste man vielleicht dann nicht auf Modelle gucken, sondern auf Climate Fiction oder solche Dinge, um sich diese Szenarien auf ein menschliches Maß runterzubrechen. Da hinten ist noch eine Frage in der letzten Reihe. Ja, wir sind ja jetzt immer noch an der näheren Gegenwart in der Diskussion, also Pandemien und die Folgen. Ich würde gerne nochmal auf einen fast schon klassisch zu nennenden Fall von Prognosebildung eingehen. Und zwar würde ich Sie bitten, vielleicht nochmal zu dem Fall des Club of Rome-Berichts von 1972, Grenzen des Wachstums, was man ja sozusagen jetzt aus einer historischen Perspektive auch in Ihren Disziplinen analysieren kann, Stellung zu nehmen. Das würde vielleicht an das ganze Forum sich richten. Danke. Können Sie das ganz kurz ein bisschen präzisieren, was Sie konkret damit meinen? Naja, die Prognosen, die in dem Club of Rome-Bericht, also Grenzen des Wachstums, gebildet worden sind, die sind ja damals auch, sagen wir mal, nicht unbedingt konsensfähig gewesen. Und das Schicksal dieser Art von Prognosen wurde ja oft auch als Suggestionen bezeichnet. Das ist ja, sagen wir mal, schon, ich würde sagen, historisch klassischer Fall, oder? Herr Pachur, ist das bei Ihnen so ein Lehrbuchbeispiel, wie schwer sich Menschen tun mit solchen weitreichenden Prognosen? Nicht unbedingt, also es ist natürlich ein sehr bekanntes Beispiel, also jetzt vor allem in der Rückschau, weil wir jetzt wissen, wie wichtig und wie richtig diese Vorhersagen damals schon gewesen wären. Ich denke, dieses Beispiel unterstreicht einfach nochmal zum einen, Predictions are difficult, especially if they are about the future. Das wissen wir, dass die Vorhersagen vor allem für die Zukunft falsch oder sehr, sehr schwierig sind. Aber sie unterstreichen zum einen auch nochmal, dass das selbst Wissen oder
gesichertes Wissen über mögliche Szenarien in der Zukunft eben auch in andere gesellschaftliche und politische Atmosphären oder Stimmungen hineingebracht werden müssen. Und eben auch, ich denke, in der Zeit damals, also ich kann gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil ich mich mit der Psychologie dieses Falls damals gar nicht so stark beschäftigt habe, aber ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo einfach der Horizont zu weit war und die Wahrheit zu unbequem war, um wirklich das alltägliche Leben darauf einzurichten und so weit vorausschauend schon sich wirklich auf ein neues Szenario einzustellen. Und ich denke, einen ähnlichen Fall haben wir heute eigentlich wieder. Also wenn es heute um ein Szenario gehen würde, wo wir beurteilen müssen, wie müssen wir jetzt reagieren, damit wir gewisse Konsequenzen in 60 Jahren nicht erleben oder nicht erleiden müssen, da hätten wir ein ähnliches Problem. Das Gute ist möglicherweise momentan, dass wir viel näher an diesen sehr katastrophalen Szenarien, die in 20, 30 Jahren stattfinden, sind und dadurch eben auch einen höheren Handlungsdruck sehen. Wir haben noch eine Frage online, und zwar geht es da um die Interdisziplinarität von Modellen. Da ist die Frage, ob es dazu noch weitere Beispiele gibt für erfolgreiche Projekte und wenn ja, was waren die Erfolgsfaktoren? Frau Jannes, Sie hatten schon erzählt, Sie hatten auf jeden Fall ein interdisziplinäres Projekt. Ja, also ich meine, das ist ja auch immer ein bisschen eine Frage, wie man die Interdisziplinarität definiert. Wir haben eben mehrere sehr schöne Projekte zur interdisziplinären Modellierung von Pandemien und von grundsätzlich dynamischen Modellierungsstrategien. Da haben wir natürlich eine extrem gemeinsame Sprache aus der Mathematik, die wir dann dementsprechend gemeinsam nutzen können. Ich glaube, man kann sich das als Laie tatsächlich ein bisschen so vorstellen, als müsste man plötzlich mit jemandem zusammenarbeiten, der eine ganz andere Sprache spricht, und man hat dann nur so bruchstückhaft eine gemeinsame Sprache, in der man sich gegenseitig Sachen übersetzt, was nicht immer ganz gut funktioniert und wo man einfach eine Weile braucht, um sich gegenseitig zu verstehen. Ich glaube, dass der gesamte, wenn man jetzt über Interdisziplinarität spricht, ich glaube wirklich, die absolut größte Erfolgsgeschichte ist tatsächlich die Klimaforschung, die sich aus extrem verschiedenen Fachrichtungen zusammengesetzt hat, aus der Physik, aus der Meteorologie, aus der Mathematik, und die eine gemeinsame Sprache gefunden haben, praktisch ihre eigene Disziplin gegründet haben aus diesen Naturwissenschaften, um wirklich extrem gute Modelle zu bauen. Und ich denke mal, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, wie diese Klimaforschung, wie diese Klimamodellierung angefangen hat, von den Grundzügen, es hat einfach sehr lange gebraucht, bis man Modelle hatte, die einigermaßen so funktioniert haben, dass man sich auch auf die Empfehlungen auch verlassen kann. Das ist ein langwieriger Prozess, und ich würde sagen, das aus meiner Perspektive ist die größte Erfolgsgeschichte der Interdisziplinarität, die sich dann aber letztendlich fast ihre eigene Disziplin gegründet haben. Das muss man dann eben auch so sehen. Herr Gelfert, Sie als Philosoph haben doch bestimmt die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für Interdisziplinarität mit Ihrem strukturellen Blick auf die Dinge, oder? Also drei nicht, aber genau der Punkt, der zum Schluss jetzt gerade erwähnt wurde in der ersten Antwort, nämlich dass erfolgreiche Interdisziplinarität sich in der Rückschau oft daran messen lässt, dass sie zu neuen Disziplinen geführt hat. Wir denken heutzutage vielleicht gar nicht mehr über Biochemie, Biophysik, Nanowissenschaft als interdisziplinäre Forschungsfelder, aber das sind sie natürlich. So haben sie angefangen, und anfangs, wenn man sich anguckt, wie händeringend Physiker und Chemiker und Physiker über die Origins of Life, denken Sie an Erwin Schrödinger und so, sich Gedanken gemacht haben, zu einer Zeit, als Biochemie noch irgendwie gar nicht als Disziplin verankert war. Und dann hat aus dieser Zusammenarbeit haben sich ganz erfolgreiche Modelle etwa zur Zellmembran, zum Erbgut oder jetzt denken Sie an die Neurowissenschaften, Vernetzung, da sind ja ganz verschiedene Disziplinen daran beteiligt. Also oft genug ist das einfach Teil auch der Wissenschaftspraxis. Und man kann das also in der Rückschau immer sehr gut sagen. Natürlich bezeichnen wir das dann nicht mehr so oft als interdisziplinär, sondern interdisziplinär ist immer nur das, was jetzt noch keine konkrete disziplinäre Form gefunden hat. Vielen Dank. Da hinten war noch eine Frage. Oben rechts hat sich erledigt die Frage, oder habe ich das falsch gesehen?
Da ist noch eine, genau. Und zwar eine Frage nach einem praktischen Beispiel. Wir haben ja die Demokratie und die Freiheit, diese Wörter sind ja nun ständig im Gebrauch. Unsere Demokratie wird durch mehr als 40.000 Gesetze sozusagen begrenzt. Und jedes Jahr kommen zig, hunderte oder tausende Gesetze dazu. Wann oder gibt es Modelle, wann also dies sozusagen gesättigt ist? Und wie muss sich dann die Gesellschaft geändert haben? Haben wir dann eine Diktatur, eine positive Diktatur, dass also wenige Leute über alle bestimmen? Da bräuchten wir jetzt eigentlich einen Politikwissenschaftler, den wir hier leider nicht haben. Hat das jemand zufällig als Steckenpferd oder kannst du der Frage? Ich kann ganz grundsätzlich dazu sagen, dass es empirisch tatsächlich so ist, dass Gesetze immer dazukommen und nie wegfallen. Da gibt es sehr interessante empirische Studien. Also das ist in vielen Ländern, also zumindest von den Studien, die ich gesehen habe, ist es ein allgemeiner Trend. Es werden immer neue Gesetze gemacht und es werden fast nie welche gestrichen. Und da ist natürlich die Frage, die sich dem grundsätzlich anschließt, so what? Wir haben jetzt eben neue Gesetze, die neue Sachverhalte zunächst regeln. Das ist ja erstmal nicht unbedingt so, als würde jeweils die Freiheit mit jedem neuen Gesetz irgendwie um x Prozent zurückgeschnitten, bis wir irgendwann bei null sind. Ich glaube, das ist auch etwas, was man empirisch sich angucken könnte. Ich bin mir auch sicher, dass es Leute gibt, die das machen. Viele Politikwissenschaftler, aber auch empirisch forschende Juristen, die sich irgendwie damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, der Schluss, dass neue Gesetze immer zwingenderweise zu weniger Freiheit oder Demokratie führen, ist, glaube ich, nicht gegeben. Das ist nämlich ein Trend, den wir über alle Demokratien sehen, der, glaube ich, mehr mit den politischen Wegen, die wir eben immer gehen müssen, zusammenhängen, als mit einem tatsächlichen Willen, unsere Freiheit weiter zu beschränken. Ja, danke schön. Spannende Frage. So, jetzt habe ich aber wirklich da oben eine Frage gesehen. Ja, vielen Dank. Ich finde das eine wirklich spannende Diskussion. Mein Name ist Haverich, ich bin Mediziner und arbeite hier an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und wir waren natürlich am Beginn der Pandemie vor allen Dingen daran interessiert, wie viele Intensivbetten brauchen wir, wie viel haben wir, und waren sehr pragmatisch sozusagen in die Prognosen und in auch natürlich dann in die Ergebnisse ihrer Modelle verwoben. Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft, jeden Tag individuell, aber auch was Kollektive vom Patienten angeht. Und wir haben dann versucht, Erfahrungen aus publizierten Daten zu gewinnen, aus der Historie, was hier mit der spanischen Grippe war, aber auch Ebola beispielsweise, Ausbreitungsgeschwindigkeiten in Afrika, und haben allerdings auch aus China die Daten sehr tagesaktuell uns kommen lassen und aus Italien. Wir waren dann immer so 2-3 Wochen dahinter und konnten eigentlich für uns so unsere eigene Prognose machen, bevor sie überhaupt angefangen haben zu modellieren, wo wir landen würden. Und die Frage ist, die waren sehr hilfreich, diese Daten, weil wir sind genau in unseren Kurven, dann den Kurven in Wuhan und anschließend in Mailand, Bergamo, hinterhergelaufen mit einer Latenz von vielleicht 14 Tagen. Gibt es eine Möglichkeit, dass Sie neben den Annahmen, die Sie rein in der statistischen Evaluation bei sich machen, auch solche Annahmen in Ihre Modelle mit einfließen lassen? Das wäre ja eigentlich praktisch, denn genau genommen liefen alle Kurven international zum Schluss gleich, unabhängig von den Modellen, die Sie ja dann viel später entwickelt haben. Also ich würde das jetzt einfach mal interpretieren, dass die Frage hauptsächlich an mich geht. Also ich würde sagen, dass es natürlich so ist, dass Ihr Ziel ist, konkret für Ihre Intensivstation möglichst gut vorherzusagen, wie stark die Belegung ist. Viele Modelle nehmen natürlich, sie schätzen Komponenten aus verschiedenen Daten, also zum Beispiel wie, was für einen Time-Lag hat man zu den Entwicklungen in unterschiedlichen Ländern. Das fließt natürlich in Modellvorhersagen mit ein. Also ich will da jetzt überhaupt nicht für alle sprechen. Es gab ja auch eine Explosion an Modellen und Papieren, die das gemacht haben. Aber gerade so, ich denke mal, was Sie ansprechen ist, Sie haben eine sehr datenintensive und wenig funktionale Form, Art von Modellen, die Ihnen aber trotzdem für Ihre Zwecke sehr gute Vorhersagen liefert. Ich denke, das unterscheidet sich vielleicht manchmal ein bisschen von Modellen, die eben darauf bedacht sind, ganz grundsätzlichere Dinge zu modellieren.
Ein Aspekt, den ich aber auch, also ich bin mir nicht ganz sicher, auf welche Modelle Sie anspielen, dass eben diese Entwicklungen in unterschiedlichen Ländern nicht mit eingeflossen sind. Das sind sie auf jeden Fall in der Fortschreibung. Gerade wenn es um den Zusammenhang geht zur Saisonalität, was man gelernt hat aus unterschiedlichen Ländern, gerade aber auch, wie sich eventuell Entwicklungen abbilden aus Italien, aus China. Was sind Gemeinsamkeiten oder eine Dynamik von anderen Pandemien? Das ist nicht so, als wäre das grundsätzlich ignoriert worden. Also das war jedenfalls nicht mein Eindruck. Da kann man mich auch gerne korrigieren. Was ich aber auch einmal sagen möchte ist, und das wollte ich noch kurz loswerden, da ich jetzt hier einmal ein Publikum habe, ist, dass eben diese Modellvorhersagen und auch diese zum Beispiel, wenn wir jetzt ganz konkret uns danach ausrichten möchten, wie viele Intensivbetten werden wir brauchen, wie wird die Belegung sein, wie muss man das planen, all dies hängt davon ab, wie gut die Informationslage, die Modellinputs sind, die wir bekommen. Das bedeutet, wie gut sind die Daten? Da sind Sie zum Beispiel wahrscheinlich auf Ihrer Intensivstation deutlich besser informiert als Modellierer, die versuchen, Dateninformationen vom Robert-Koch-Institut oder von anderen Instituten abzugreifen. Die sind nämlich in Deutschland immer noch sehr, sehr schlecht. Das kann man auch mal sagen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Herr Gelfert, Sie dürfen noch zwei Sätze sagen, denn es ist schon recht spät. Ja, nur ganz kurz, ich wollte auch nur noch mal auf diesen Stichpunkt Erfahrungswissen und pragmatisches Vorgehen zurückkommen. Nicht alle Modelle sind per se mathematische Modelle. Ich glaube, in der Darstellung neigen wir immer dazu, das in den Vordergrund zu rücken, weil man es sehr schnell recht anschaulich erklären kann. Aber natürlich ist vieles modellbasierte Wissen auch tatsächlich handlungsleitend und nicht immer quantifizierbar. Das heißt, welche Schritte man vielleicht nacheinander in der Praxis umsetzt, in der medizinischen Praxis, das ist eben manchmal tatsächlich auch eine Kunst mehr als etwas Quantifiziertes. Und deshalb sollten wir uns immer auch klar machen, Modelle sind nicht nur mathematische Modelle, auch wenn das eine wunderbare Sprache für viele, Formalsprache für viele Zwecke ist. Vielen Dank. Ja, mir wurde erlaubt, wenn es interessant ist, 10 Minuten zu überziehen. Da bin ich jetzt schon eine Minute drüber. Insofern muss ich jetzt dringend schnell diese Diskussion beenden. Ich glaube, wir haben heute viel über Modelle gelernt. Insbesondere haben wir gelernt, dass der Titel unserer Diskussion so falsch gestellt ist. Was taugen wissenschaftliche Modelle? Das kann man so nicht fragen. Man muss immer fragen, welchen Zweck sie verfolgen, warum man sie entwickelt hat. Wir haben gelernt, man muss ganz viel Transparenz an den Tag legen, ganz viele Dinge offenlegen. Ich hoffe, dass Sie da viel mitgenommen haben. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den drei Diskussionsgästen, bei Lena Jannis, bei Axel Gelfert und bei Thorsten Parur. Mein Dank geht auch an die Volkswagen Stiftung für die Einladung nach Hannover und in diese Räumlichkeiten. Dann insbesondere an Frau Anke Habert-Fehje für die Organisation des Abends und Frau Mareike Rüssmann. Die beiden sind hier sozusagen die organisierenden Geister hinter diesem Abend. Dann an Herrn Stefan Artmann, Leiter des Präsidialbüros der Leopoldina, der dafür verantwortlich ist, dass wir heute dieses spannende Thema hier diskutieren durften. Der hatte tatsächlich die Idee, Modelle zu thematisieren, und ganz herzlich natürlich auch an Sie, meine Damen und Herren, hier in Hannover und auch vor dem Bildschirm. Im Foyer gibt es jetzt noch einen kleinen Empfang zum Weiterdiskutieren, zu dem Sie herzlich eingeladen sind, sofern Sie hier tatsächlich analog vor Ort sind.